Hallo, Hallo. wir sind gleich. Celia, grüß Hey, guten Morgen. Du hast aber eine schöne Bluse an. Ah, ja, ihr Lieben, Celia und ich sind im Partnerinnen-Look. Schaut uns an. Wir waren letzte Woche zusammen einkaufen am Black Friday und wir konnten uns dieser Friday Twinning Layer konnten wir uns nicht verkneifen. Das ist so, aber wir waren alleine und wir haben schön Abstand gehalten. Wir haben einfach die Garderobe unglaublich lange besetzt, oder? Genau, wir haben uns Social Distancing in der Garderobe gemacht. Was tun wir hier eigentlich heute? Wir werden Kekse essen. Oh ja. Tee trinken, über unsere Lieblingsdinge sprechen, wie die Schneekugel, über die drei Prinzipien, die unser Leben und das Leben von ganz vielen unserer Kundinnen und Kunden verändert hat. Und das zusätzliche Thema heute ist die Liebe. Oh, irgendwie. Das ein bisschen komisch. Gell, Shelia? Ja, es ist ein bisschen knatschig, weil Hm. vielleicht gerade an die Klamotten oder Ist irgendwas. das besser? Ja, wenn du es hältst, ist es definitiv besser. Dann halte ich es ein wenig. Und wir dachten, wir machen uns schön, als ob schon Weihnachten wäre. Und wir feiern einfach mit euch. Ja. Wir werden zusammen im Wohnzimmer, in der Stube sitzen, zusammen sprechen. Vielleicht auch mal schweigen, zusammen sein. Weil wir glauben, es braucht etwas Leichtigkeit und Hoffnung und Liebe in diesen Zeiten. Genau. Unsere Gäste, die werden zum Teil ihre Transformationsgeschichten erzählen oder vorlesen. Das sind Menschen wie du und ich, meistens mit dem Beruf, den wir auch haben, nämlich transformative Coaches oder angehende transformative Coaches. Es werden die Transformationsgeschichten sein und gleichzeitig werden wir immer wieder darauf hinweisen, dass dieser Kongress, den wir gemeinsam im Frühjahr dieses Jahres gestartet haben, wieder offen ist für alle, kostenlos. Und in diesem Kongress sind ganz viele berührende Geschichten, ganz viele lebensverändernde Momente von Menschen. Und wir glauben einfach, den sich erneut anzusehen. Oder mit Freunden, Familie, mit wem auch immer dir über den Weg läuft, zu teilen, kann Licht, Leichtigkeit und Freude reinbringen. Muss nicht, kann. Ja. Genau. Celia, ich übergebe dir, weil übrigens ich bin Lea von Lea und Celia. Und auf der Seite von Celia, die jetzt Lea und Celia ist, kennen mich noch nicht so viele. Darum habe ich jetzt so richtig mal reingehauen. Und nun übergebe ich noch Celia. Das ist aber lieb, Lea. Ja, für all diejenigen, die es gewohnt sind, seit Jahren mir auf Facebook zu folgen, wir haben diese Woche, oder war es diese Woche, Lea, alles umgestellt auf Lea und Shelia. Und zwar eine große Neuerung dieses Jahr in 2020 ist, dass es uns jetzt einfach einen Doppelpack gibt. Und wir haben damit nicht gerechnet. Ich weiß noch letztes Jahr, wie ich hier in Eppstein auf meinem Balkon saß und ganz viel Zeit hatte, in einer Art von Sabbatical war. Und ich hatte nur das Gefühl, ich warte und ich sammle Kraft für irgendwas. Aber ich wusste nicht was. Und 2020 kam und
Lea war da und wir verbrachten das gesamte letzte Jahr zusammen im Sinne von, ja, dieses Licht und diese Hoffnung in die Welt zu bringen über ein Verständnis, was unser Leben um 180 Grad gedreht hat. Und ich bin so dankbar und so berührt, mit dir heute hier zu sein, Lea. Und ich bin mir 100% sicher, dass alle dich genauso lieben werden, wie ich dich liebe. Mhm. Ja, und wie Lea sagte heute, es geht um die Liebe. Es geht um diese wunderbaren Beziehungen und Begegnungen, die wir im Leben haben, die unser Leben so bereichernd. Und es geht auch um dieses Gefühl von Liebe und dass die Liebe, die wir sind, wenn all die schweren Gedanken von uns abfallen für einen Moment und wir einfach zurückgelassen sind in diese Liebe, die vorhanden ist. Und wie Lea schon sagte, wir werden heute jede Menge Zeit zusammen verbringen, in unserem Wohnzimmer, zu deinem Wohnzimmer. Und das ist das erste Mal, wo wir dieses Format überhaupt durchführen. Wir haben keine Ahnung, wie das wird und was passiert. Aber wir haben große Freude, diese Zeit mit dir zu verbringen. Also mach dich gemütlich, hol dir eine Decke, hol dir einen Tee oder einen Kaffee, schalte rein und raus, wie es für dich passt. Und lass dich berieseln von der Liebe, die wir für dich haben. Wir lieben dich. Auch wenn du denkst, nein, du kennst mich nicht, wir lieben dich. Und wir sind eins hier in diesem wunderbaren menschlichen Leben auf diesem Planeten. Und wir glauben, die Welt kann das gut gebrauchen gerade. Ja. Oh, wunderbar, Shelia. Und ich war schon ganz nahe am Tränen vergießen. Und I got self-conscious today. Genau. Ja, wir haben aufeinander gewartet und sind einfach unglaublich dankbar, dass wir über das Verständnis gestolpert sind und einander in die Arme. Im Moment nicht erschrecken, wir sind noch in dieser Honeymoon-Phase. Genau. Nicht mehr in der ganz Verliebten, die 3 Monate sind durch und wir sind uns sicher, wir gehen die nächsten Schritte, aber es ist natürlich nach wie vor dieses Juhu, es macht so unglaublich Spaß, viel Spaß, zusammen unterwegs zu sein, um für dich in der bestmöglichen Form dienen zu können. Ja. Und für alle, die Business machen, wir sind auch für dich da, weil wir sind zu 100% überzeugt davon, wenn wir das sehen, diese 3 Prinzipien in Aktion, dann wird auch das Business leicht, lustig und erfolgreich. Erfolgreicher, ja. Ja, absolut. Oder? Absolut, mhm. Absolut. Wenn wir uns selbst aus dem Weg gehen, und damit meinen wir, wenn wir unsere Aufmerksamkeit wegrichten von den unsicheren Gedanken, die wir stetig haben als Unternehmer und Unternehmerinnen, das, was zum Vorschein kommt, ist eine unfassbare Quelle an Business-Ideen und Lösungen, die ihresgleichen suchen, und eine Freude im Business, eine sich wieder verlieben im Business, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und das merken wir gerade auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden, die auf diesem Weg sind. Und ja, das wird auch in Zukunft so sein. Und irgendwie hat es sich potenziert. Es ist, als ob unsere 20 Jahre Erfahrung auf der einen Seite und auf der anderen Seite gerade auch für Businesskundinnen irgendwie eine magische Potpourri ergeben. Also dass Shelia und meine Expertise und die Richtung, in die wir zeigen, einfach die Leute
mit unglaublich viel Mut zu fliegen beginnen. Ja, absolut. Absolut. Lea, wollen wir eine Übersicht des heutigen Tages geben für denjenigen? Was denkst du? Ich weiß, wir haben jemand schon in der Warteschleife, aber doch noch 5 Minuten, um das zu schauen. Magst du oder soll ich durchgehen? Nein, du darfst gerne. Also, ich sehe hier auf der Liste, dass wir beginnen mit der wunderbaren Antoinette D'Angelo. Sie wird mit uns sprechen über ihre Transformationsgeschichte. Dann haben wir die Isa Epley, die ist unser zweiter Gast am heutigen Tag. Und mit Isa sprechen wir in einer lockeren Conversation über unser Thema des Tages. Dann kommt die Bea Heggy. Bea Heggy wird ebenfalls ihre Transformationsgeschichte mit uns teilen, eine sehr berührende Geschichte. Und dann die Samira ist als nächstes dran. Sie ebenfalls kommt mit ihrer Transformationsgeschichte. Wie heißt Samira mit Nachname? Ich weiß das nicht. Lütold. Lütold, genau. Sandra Heim wird unsere letzte Gast, oder gibt es eine Feminin auf Deutsch? Wird unser Gast sein und wird mit uns in einer lockeren Unterhaltung über das Thema des Tages sprechen. Und das sind alle Menschen, die wir sehr nahe stehen, die wir lieben, die sich freuen, für dich heute hier zu sein. Egal, wie sie sich fühlen darüber. Manche sind ein bisschen nervös, weil das ihr erstes Mal ist auf Facebook Live. Aber wir haben das hundertprozentige Vertrauen, dass das sehr schön sein wird. Genau. Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Ja, für alle, die dabei sind live, wenn du Kommentare postest, Anmerkungen, Fragen, dann bist du automatisch im Gewinnspiel dabei. Genau. Heute gibt es mein Buch »Weniger Sorgen, mehr Spaß« zu gewinnen. Auch wenn du es vielleicht schon zu Hause hast, könnte es ein tolles kleines Weihnachtsgeschenk sein. Ich werde dann auch noch 2, 3 Worte daraus vorlesen. Also es gibt eine Ziehung. Meine Regie, die übrigens in meinem Ohr ist, die wird dann die Verlosung machen. Das ist Vilja. Und ohne Vilja wären wir erneut nicht hier. Ich weiß, sie will gar nicht gesehen oder gehört werden. Aber einfach an dieser Stelle, Vilja, wir lieben dich. Und ohne dich wäre das alles nicht möglich. Die Vilja ist unsere dritte im Bunde eigentlich, gell? Genau, die ist einfach gerne unsichtbar, aber nichtsdestotrotz unglaublich wichtig. Mhm. Genau. Und jetzt geht's los mit unserem ersten Gast, nämlich Antoinette, und wir lassen sie rein. Die Vilja macht das, gell? Genau. Mhm. Vilja, ich konnte sie reinlassen, aber ich glaube, du siehst sie nicht, gell? Ich sehe sie auch noch nicht. Mhm. Antoinette, wir sehen dich noch nicht. Hörst du mich, Antoinette? Was? Antoinette, du musst ihr dein Video anschalten. Vielleicht noch einmal rein und noch mal raus. Also, es ist alles eingeschaltet, schreibt sie. Video, Audio, warte mal, ich schau mal, ob hier auf der Person was einzuschalten ist. Nein. Also hier bei mir steht Audio stumm schalten, das heißt, ihr Audio ist an, und Video abbrechen, das heißt, ihr Video ist an. Mhm. Okay, Antoinette, von der Regie kommt Anweisung, bitte noch einmal raus und wieder rein. Super. Ich muss einen Keks haben. Einfach, ich war wirklich aufgeregt heute übrigens. Was, Julia? Ja, und zwar, wir machen ja ein
Langzeitformat heute. Und Lilia und ich sind darauf gekommen, weil wir mögen diese ganz langen Podcasts oder Fernsehshows, nicht unbedingt Big Brother für die, die noch in dem Alter sind und das kennen, aber zusammensprechen, philosophieren, Zeit verbringen. Und ich freue mich so unglaublich, das mit dir zu tun, weil die Leute werden ein echtes Gefühl für uns bekommen. Ja. Wir können nicht über 3 Stunden so tun, als ob wir irgendwas seien. Genau, das ist möglich. Und wir lassen Antonietta wieder rein. Ja. Ich. So, lieber Gott, lass es funktionieren dieses Mal. Das ist wieder schwarz. Spannend. Antonietta, kannst du sprechen? Sie chattet mit uns. Es ist leider wieder schwarz. Und sie hört uns, aber sieht uns nicht. Mhm. Und sie sieht uns. Sie sieht uns und hört uns. Aber wir hören uns. Vilja, kannst du Antonietta allenfalls den Link noch einmal schicken? Könnte es da dran liegen? Genau. Antonietta, kannst du dich allenfalls über ein anderes Gerät einwählen? Über das Handy? Mhm. Das ist Vilja. Lea, was hast du für Kekse überhaupt dort, während wir warten? Und dann erzähle ich dir was über meine Kekse. Ich habe Vanillekipferli auf Schweizerdeutsch, Vanillekipferl auf Österreichisch und auf Hochdeutsch weiß ich den Namen nicht. Ich glaube, wir sagen auch Kipferl dazu, oder? Kipferl. Und ich werde Celia nach Antonietta die wunderbare Keks-Metapher erzählen lassen, weil bei mir ist genau diese Metapher passiert. Die Vanillekipferl sehen so aus. Die müssten nicht aussehen wie ein Delfin. Das ist witzig. Wir haben die Isa in der Leitung. Also heute wird alles sehr spannend. Sie Isa, du bist zu früh. Wir warten noch auf Antonietta. Aber eventuell ist das gar nicht so schlecht, genau, dass wir hinbekommen mit Antonietta, oder? Ich habe Vilja vorgeschlagen, ob wir vielleicht tauschen sollen und bin deshalb reingehüpft. Sehr gut. Das ist mega, Isa. Das machen wir doch, oder? Ja. Isa, du bist zu früh. Ich bin. Niemand ist zu früh. Nie. Es gibt nichts zu tun und nirgends hinzugehen, oder? Ja. Nothing to do, nowhere to go. Genau. Ich höre die Vilja. Vilja, du müsstest dich auf Stumm stellen. Ich höre, wie du mit Antonietta sprichst. Das machen wir doch, oder? Ja. Isa, du bist zu früh. Ich bin. Niemand ist zu früh. Also, Isa, dürfen wir dich noch einmal verabschieden, weil Antonietta muss danach gehen. Klar. Vielen Dank, bis später. Bis später, Isa. Dankeschön. Aber so toll, dass die Leute zur Seite springen, Vince. Wir haben die besten Gäste auf der Welt, Celia. Guten Morgen, Antonietta, kannst du jetzt sprechen? Guten Morgen, ja, ich kann sprechen, aber ich muss mein Handy in der Hand halten, weil ich jetzt nicht auf das vorbereitet bin. So toll klappt es doch, Antonietta. Das freut uns, dass du hier mit uns jetzt auch sichtbar geworden bist. Du bist eingefroren, kannst du sprechen?
Ich kann sprechen, ja. Mhm. Hört ihr mich? Ja. Und gut. Wenn du bereit bist, dann würden wir uns alle so ein bisschen bequem nach hinten setzen und deiner Geschichte zuhören. Es ist gut, nicht deine Weihnachtsgeschichte, aber ich finde, sie geht in die Richtung. Es ja. ist nämlich eine lebendige Lebensgeschichte. Und eine Ankommengeschichte, die in die Adventszeit passt. Wunderbar. Vielen Dank. Ich bin bereit. Die meiste Zeit meines Lebens war ich damit beschäftigt, in der materiellen Welt meinen Platz zu finden. Ich versuchte mit allen Mitteln, mein Leben nach konventionellen Vorstellungen zu leben. Ich war sehr leistungsorientiert und versuchte, rückwirkend betrachtet, mein Leben mit meinem Kopf, mit meinen Vorstellungen darüber, wie ich sein sollte, zu gestalten. Dabei war meine Messlatte sehr hoch und damit auch meine Erwartungen an meine Mitmenschen und an mich selbst. Obwohl das Leben mich mit zwei wundervollen Kindern und einem liebevollen Ehemann beschenkt hatte, ich beruflich erfolgreich war, fehlte mir etwas. Etwas in meinem Leben fühlte sich nicht richtig an. Ich suchte nach der Wahrheit des Lebens, weil sich so vieles nicht echt anfühlte. Als Macherin war ich überzeugt, dass ich aktiv Ziele verfolgen müsse, mich durch Weiterbildungen und zunehmendem Wissen der Wahrheit zu nähern und mich so selbst wertzuschätzen. Denn zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich oft daneben und minderwertiger als die anderen. Deshalb habe ich mich auch meistens versteckt. Ich hatte Angst, mein Licht scheinen zu lassen und zeigte nicht alle Seiten von mir. Als ich auf den Kongress von Lea und Celia mein geheimes Leben oder etwas stimmt mit mir nicht stieß, war ich von den Lebensgeschichten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer so berührt. Alle sprachen von etwas, was ich all die Jahre in mir gefühlt hatte. Von dem Moment an wusste ich, dass ich gefunden hatte, wonach ich immer gesucht hatte und dass ich in die gleiche Richtung schauen wollte. Ich erkannte, dass das Leben nicht in meinem Kopf stattfindet, sondern dass da eine größere, in uns angelegte Weisheit bestimmt, wie unser Leben läuft. Als ich nach einem Familienessen etwas traurig durch den Wald spazierte und mir wieder mal Vorwürfe machte darüber, was ich alles in meinem Leben versaut hatte, hatte ich plötzlich die tiefe Einsicht, dass die universelle Schöpfung, dass Gott nicht irgendwo da draußen ist, sondern in mir. In dem Augenblick eröffnete sich ein Raum in mir, der mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt war. Überwältigt über die gemachte Erfahrung, ertappte ich mich gleich wieder, wie ich mit meinem Kopf die Worte zurechtlegen wollte, wie ich meiner Familie mein Erlebnis schildern sollte. Mir fielen wie Schuppen vor den Augen, als ich merkte, dass nicht ich, Antonietta, nicht mein Kopf es ist, der mein Leben formt, sondern die schöpferische Kraft, die Weisheit in mir, der Wegweiser ist für das, was ich sagen und tun soll. Seither habe ich mein Herz geöffnet und gebe mich dem Leben hin, mit allem, was dazugehört. Meine Beziehungen haben sich verändert. Wissend, dass wir alle Tiefen okay sind und jeder von uns die Weisheit in sich trägt, sind alle meine Bewertungen verschwunden. Und damit erlebe ich viel authentischere und tiefere Beziehungen, sowohl in meinem Privatleben als auch im Geschäft. Ich habe mich neu ins Leben verliebt. Ich bin achtsamer geworden für den Augenblick und entdecke immer mehr, wer ich, Antonietta, nicht mein Ego, sondern mein inneres Wesen wirklich ist. Und ich bin so dankbar, dass ich angekommen bin und die Wahrheit des Lebens gefunden habe. Vielen, vielen Dank, Antonietta. Danke euch.
Ist es nicht verrückt, dass wir so lange irgendwo da draußen suchen? Ja, aber es ist verrückt einerseits und andererseits hatte ich auch zwischenzeitlich die Erkenntnis, dass meine Geschichte wunderbar ist, so wie sie ist, auch wenn sie für einen Außenstehenden vielleicht klingen mag, oh, die Arme, was hat die erlebt? Gar nicht, sondern meine Geschichte ist wunderbar, so wie sie ist. Und vielleicht sieht jemand anderes irgendetwas in meiner Geschichte, ja, wo sie oder er oder ihnen hilft oder was auch immer, ja. Genau. Und ich bin so dankbar, weil es sich gelohnt hat, weiter zu suchen. Wenn ich denke, meine Mutter ist 98 Jahre alt geworden. Ich habe jetzt noch so viele, ich habe noch doppelt so viele Jahre Zeit vor mir zum Leben. Also ist es nie zu spät. Du hast etwas so Wunderbares gesagt, Antonietta. Indem du es in dir gefunden hast, wurden alle Beziehungen, haben sich verändert. Auch die Beziehung zu mir selbst, ja? Genau. Mhm. Wahrscheinlich als erstes, oder? Genau. Mhm. Würdest du sagen, dass es reicht, es bei dir zu finden? Ja, auf jeden Fall. Das ist genug, weil das, was entscheidend ist, ist genau in uns drin. Also wir brauchen gar nicht mehr, sondern ja, es reicht, es bei sich zu finden. Das bedeutet gleichzeitig aber auch nicht, dass ich nicht trotzdem so Tage habe, an denen ich wieder mehr im Kopf bin. Aber heute ist es einfach so viel leichter oder ich bin bewusster und merke, wenn ich dort im Kopf bin und kann mich jederzeit wieder ins Hier und Jetzt zurückholen. Und das ist so wunderbar und erleichternd auch. Hm. Ja. Die menschliche Erfahrung erleben zu dürfen mit diesem Wissen, oder? Genau. Mhm. Und zu wissen, dass es eine menschliche Erfahrung ist. Ja. Ja. Antonietta, was mir so beeindruckt an deiner Geschichte, an jeder solche Geschichte, ist diese Tatsache, dass wir alle in der Lage sind, auf einmal etwas tief zu sehen. Mhm. Und in dem Sehen dieser Sache, und die ist für jeden Mensch anders, weil wir kriegen eine Sicht auf die Wahrheit, die für uns gedacht ist, unsere individuelle Weisheit, die durchblitzt durch unser individuelles Erkenntnis. Und dieser Unterschied, wenn wir etwas sehen und plötzlich beginnen wie Dominosteine, unsere Leben ja, sich zu fügen, leichter anzufühlen, die Beziehungen beginnen und so weiter. Und was ich darin hörte, ist, dass ein wahnsinniger Unterschied zu, wie ich früher gedacht habe, wie wir Veränderungen schaffen, wie wir Beziehungen verbessern, wie wir uns selbst zu mehr innere Frieden führen können. Ich habe nämlich gedacht, ich muss irgendwas tun. Ich muss irgendwie an mir arbeiten. Ich muss an meiner Beziehung arbeiten. Und nein, das Sehen ist das. Mal, kannst du darüber was erzählen, von deiner persönlichen Perspektive, Antonietta, für dich, was du dazu gesehen hast in dieser Erfahrung? Also ich habe sehr viel gesehen in dieser Erfahrung eben.
Ich bin auch einmal eben, wie ich gesagt habe, eine Macherin gewesen. Ich dachte immer, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, ich muss jetzt was machen, damit dieses Gefühl weggeht. Und ich machte auch immer irgendwas. Die nächste Ausbildung, nächste Weiterbildung und das nächste Buch lesen oder den nächsten Podcast hören oder einfach, ich war wirklich überzeugt, ich muss etwas tun, damit ich glücklich werde oder damit ich zufrieden bin. Also eben immer von außen, ich habe immer so im Außen gesucht und jetzt ist das Verständnis wirklich, wie Michael Neal auch sagt, dieses von innen nach außen, dass ich merke, dass ich meine Schöpfung in mir drin ist, dass ich die Schöpferin bin von meinem, also ich die Schöpferin bin. Ja, dass es bei mir beginnt. Da ist der Ursprung. Da ist meine universelle Kraft als Teil vom ganzen Universum. Dass ich ein Teil davon bin, der gestaltet und nicht, dass alles vorhanden ist, was ich brauche. Jetzt, in jedem Moment, in jedem Augenblick, hier und jetzt. Deswegen ist es auch für mich sehr wichtig, oder ich spüre mich dieses Zurückholen immer wieder zu dem im jetzigen Moment, im jetzigen Augenblick, ist für mich eine ganz gute Übung, meiner inneren Weisheit auch immer näher zu kommen. Ja. Und ich gar nichts tun muss. Ich kann wie annehmen. Ich kann viel besser annehmen, was ist. Egal, ob das jetzt angenehm ist oder auch nicht. Es gibt trotzdem mal Momente, wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, eigentlich hätte ich jetzt das lieber anders. Aber ich gebe mich mehr hin. Ich habe mehr Hingabe und Akzeptanz mit dem, was ist, in dem Moment. Und kann einfach mal gar nichts tun. Und das vorbeiziehen lassen oder durch mich durchdringen lassen. Mal mehr, mal kann ich das besser, mal kann ich das weniger gut, aber ich bin das da dran und das fühlt sich einfach voll gut an und richtig und wahrhaftig. Das ist wunderschön und ich wünsche das wirklich so vielen Menschen, dass sie das auch auf ihre Weise erleben können. Ja. Und da merke ich auch wegen dem Tun bei mir, gerade in Bezug zu meinen Liebsten, zu meinen Kindern und so, dann hatte ich am Anfang auch das Gefühl, ich muss doch das jetzt irgendwie weitergeben, dass sie das auch haben, diese Aha-Momente, dieses Erlebnis. Und habe auch feststellen müssen, okay, stopp, es gibt nichts zu tun, einfach zu sein. Und irgendwann mal werden auch sie ihre Einsichten zu dem Augenblick haben, der für sie richtig ist. Bei mir hat es 50 Jahre gedauert, wer weiß, wie es bei den Liebsten ist, ja? Ja. Mit dem Vertrauen aber, dass sie es schon haben, dass sie es ja schon haben. Ja. Genau, ja, genau, das natürlich, ja. Und das beruhigt nämlich, das stimmt, Lea, das stimmt. Zu wissen, hey, sie haben es auch, sie sind auch tiefen okay. Genau. Egal, ja. Ob sie das sehen jetzt oder spüren. Das finde ich so viel leichter mittlerweile. Zu sehen, ja, da geht's und die wollen das gar nicht hören oder was auch immer und das ist alles okay. Aber sie sind tief noch darunter und haben die Weisheit. Auf jeden Fall, ja. Es ist so der Unterschied vom Blick, oder? Der Blick auf, da muss noch was passieren beim anderen. So wie ich und du, glaube ich, immer dachten, da muss was passieren bei mir. Ja. Da muss gar nichts passieren, aber es darf alles geschehen. Und
beim anderen dasselbe. Dieses tiefen Okay gibt Raum und Freiheit, auch erleben zu können. Ich glaube, bei dir kommt wer zurück, gell? Oder bist du noch? Bei mir? Ja. Ja, es geht weiter, genau. Vielen lieben Dank, Antonietta. Gerne. Ich danke euch. Ja. Und wer mit Antonietta in Kontakt treten möchte, sie ist auf Facebook zu finden, gell, Antonietta? Und genau. Lia wird ihren Namen noch einmal posten im Kommentar. Vielen Dank. Danke, Antonietta, wir lieben dich vom Herzen. Danke für deine Zeit und deine Story heute. Gleichfalls, ich liebe euch auch und feine Cookies noch weiterhin heute. Leider danke kann ich euch nicht. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao. Antonietta. Tschüss. Tschüss. Wollen wir für das Dazwischen, bis Isa kommt? Genau, wir haben noch etwas Zeit. Ja. Doch noch so in Richtung des Tuns zeigen, aber vielleicht von der anderen Seite, allenfalls mit der Kekse-Metapher und dem Backlicht. Ja. Und ich zeige meine kurz, ist das gut? Ja, super. Bild, Shelia, wie wir das heute sehen. Weil wir glauben ganz fest, dass das, was Antonietta erzählt hat, genau richtig ist. Es gibt nichts zu tun, es gibt etwas zu sehen. Und aus dem Sehen raus können wir tun, was auch immer wir wollen. Ja. Es ist dieses Und. Was wir aber oft tun, ist das, was ich auch getan habe mit meinen Keksen. Meine Kekse, die erste Runde kam als Vanillekipferlendelfin in Braun heraus. Ich habe Shelia geschrieben, sieht nach Hundehäufchen von Duke aus. Im ersten Moment dachte ich, oh, nein! Und was habe ich getan? Ich habe Puderzucker drüber gestreut. Ja, jetzt ist es ein brauner Delfin-Vanillekipferl mit Puderzucker. Oder Hundehäufchen, Duke, einfach ein bisschen über die Insel. Naja. Dann hatte ich die Idee, wir machen den nächsten Teig. Mein Sohn hat es wunderbar gesagt. Mein Sohn hat bei der ersten Runde gesagt, Mama, er ist der Koch und Bäcker in der Familie. Wir üben einfach so lange, bis wir es können. Genau. Die zweite Runde ist ein heller Delfin. Genau. Wunderbarerweise haben wir einen anderen Teig gemacht und es sind helle, leckere Mailänderkekse dabei rausgekommen, die wir auch noch mit Zuckerstreusel und Schokolade überzogen haben. Ja. Und die sind schön. Ich übergebe Shelia für die coole Metapher über unser Denken und Tun und wie wir das manchmal eben ganz falsch verstehen. Ja, sehr, sehr gerne, Lea. Also es geht um dein Backofen. Und zwar habe ich diese Metapher, glaube ich, das erste Mal gehört von Michael Neal. Ich weiß nicht, von wem er das hat, aber die hat was mit mir gemacht. Die hat gesessen. Und zwar, früher habe ich meine Gedanken gehabt. Und man sagt, wir haben 60.000 bis 80.000 verschiedene Erfahrungen am Tag, die mit unseren Gedanken eingeleitet werden, unsere bewussten oder unbewussten Gedanken.
Und früher habe ich gedacht, wenn ich einen schlechten Gedanken habe, ich muss das umwandeln in einen besseren Gedanken. Ich muss das irgendwie verstehen und wissen, warum es für mich da ist und, und. Und dann hörte ich diese Metapher und sie geht etwas so. Wir haben alle einen persönlichen Backofen. Alle, jeden von uns. Und unser Backofen produziert am laufenden Band, während wir wach sind und auch während wir schlafen, Plätzchen. Und stell dir vor, alle paar Minuten holst du ein neues Blech von Plätzchen aus dem Ofen hervor. Und auf diesen Blechern von Plätzchen werden Plätzchen von allen möglichen Qualitäten sein. Manchmal wirst du ein Blech haben, wo es vollkommen verkohlte, harte, braune, delfinartige Kekse gibt. Und diese Kekse sind einfach da. Dann kriegst du mal ein Blech in den nächsten Minuten von mittelguten Kekse. Also nicht schlecht schmeckend, nicht toll schmeckend, nicht wunderschön, nicht schlecht. Die kann man den Nachbarn geben zur Not. Ich mache nur Spaß. Oder man kriegt ein Plätzchen am Blech mit leckeren, bekömmlichen, außen knusprig, innen weiche, wunderschöne, wohlgeformte Plätzchen. Und am laufenden Band kommen Plätzchen neue Qualitäten. Und wenn du weißt, es kommen immer neue Plätzchen, unaufhaltbar, Tag und Nacht aus deinem Ofen. Die Frage kommt natürlich zum Vorschein, würdest du überhaupt deine müde Sekunden damit verschwenden, die gebrannten Plätzchen zu verändern? Würdest du sie mit Zuckerguss oder mit Puderzucker übergießen oder bestreuen? Nein, weil das ist gar nicht nötig. Es kommt schon das nächste Blech aus dem Ofen. Und worauf diese Metapher hindeutet, um Connecting the Dots zu machen jetzt, ist, so ist es in unserer Gedankenwelt. Über den ganzen Tag, 24 Stunden, bekommen wir Gedanken aller möglichen Qualitäten. Ängstlicher, freudiger, neutrale, was esse ich so Mittag, Gedanken. Ich muss niemals Angst haben oder es gibt auch nichts zu tun mit den Plätzchen, die herauskommen, weil das nächste Blech wird pünktlich geliefert. Und dieses Nichts zu tun, der Puderzucker, danke liebe Celia und willkommen Isa, ich komme sofort zu dir. Das heißt, was wir tun ist, wir beginnen darüber nachzudenken. Ja. Oh, warum sind die verbrannt? Bedeutet das etwas über mich? Bin ich jetzt eine schlechte Vanillekipferlbäckerin, die Delfine bäckt, anstatt schöne Vanillekipferli? Und schmeißen Puderzucker drauf, versuchen noch irgendwas mit Schokolade und schönen Streusel zu retten. Und es wird meistens immer hässlicher. Manchmal sieht es gut aus von außen, indem wir uns sorgenvolle Gedanken machen und das mit vielleicht Liebe verwechseln, anstatt zu sehen, sorgenvolle Gedanken, verbrannte Plätzchen. Das bedeutet nur, nächstes Blech rein und nicht, ich muss was damit tun. Und das ist mein Übergang zu Isa Äppli. Hallo Isa Äppli. Hallo. Hi Isa. Hi. Grüß dich. Danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen und dass du hast versucht, uns zu retten aus diesen technischen Schwierigkeiten. Wir haben uns darüber sehr gefreut. Always ready. Ich war schon überrascht, dass ich einfach reingeplatzt bin, weil ich dachte, ich lande im Warteraum. Aber ist jetzt alles okay, gell? Ja. Isa mit uns im Wohnzimmer, wie schön. Ja, ich lade nach. Ich habe übrigens alles da um mich herum mit Hermes, Behälter. Oh, das ist aber ein schönes. Die guten alten Mailänderli. Ja. Kennst du die in Deutschland, Celia? Oh, ich bin die Schlechteste zu fragen, was Kekse anbelangt. Ich bin kein Kekse-Koryphäe, ich bin eher so ein Kuchen-Koryphäe. Ich weiß es nicht. An unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Mailänderli, ist Butter, Mehl, Zucker, Ei unglaublich toll. Wir können euch auch ein Rezept posten, wenn... Hast du selber gebacken, Lea, für heute? Die ersten waren eben so. Ja. Braune Delfine. Dann habe ich sie mit Puderzucker überstreut. Und dann wurden es weiße braune Delfine. Und dann haben wir gewechselt auf neuen Teig. Und Mino hat eben wunderbarerweise gesagt, Mama, wir üben einfach, bis wir das können. Genau, das tun wir jetzt. Ui, ui, ui. Schön, ja. Schön. Was hast du gesehen, Isa, in Bezug auf die braunen Plätzchen, die Kekse, die schöner gemacht werden müssen? Und wie siehst du das heute? Ich habe nur kurz jetzt gehört am Schluss, was ihr gesagt habt. Ich war vorher nicht live drin, weil ich wollte mich nicht nervös machen lassen. ich glaube nicht, dass ich was über Kekse. Ich glaube auch nicht, aber du weißt etwas über das Leben und deine Gedanken, die du hattest, wenn das Leben und deine Gedanken vor allem eher in Richtung Hasenbau, braune Kekse gingen und wie du die verändern wolltest und schöner machen. Absolut, absolut, ja. Wir sind ja mit dem Thema Liebe unterwegs hier heute, gell? Genau. Und wie ich das am Anfang gehört habe, war meine erste Reaktion, ich kann doch nicht über die Liebe reden, denn ich habe keine perfekte Beziehung. Ich werde manchmal laut mit meinen Kindern, mit meinem Hund. Diese Woche hatte ich schlechte Laune. Ich kann doch nicht über die Liebe reden. Bla, bla, bla. Und es war einfach an sich schon eine spannende Erfahrung. Diese erste Reaktion, wie wenn wir eine Kompetenz bräuchten in der Liebe. Wie wenn es etwas zu beherrschen oder perfektionieren gäbe. Und ich bin heute früh, war ich mit dem Hund unterwegs, so wie jetzt jeden Morgen. Gehen wir eine Stunde raus und sind in der Natur. Und ich habe mich komplett entspannt, weil das Geschnatter aufgehört hat oder quasi meine Vorstellung, ich müsste jetzt die Liebesexpertin sein. Ja. Und es kam einfach wieder diese Verbindung mit dem Gefühl, dass Liebe unser Grundzustand ist. Wir sind es. Es ist
Es ist unser Betriebssystem. Und es gibt weder etwas zu perfektionieren, noch zu üben, noch zu schrauben. Die ist einfach. Wir sind es einfach. Und dann gab es auch berührende Momente in diesem, als ich mir das wieder so, als dieses Gefühl oder dieses Gespür wieder kam dafür. Wir sind es alle schon. Und manchmal ist es so, dass wir das erst wieder wissen, wenn etwas weg ist. Die Liebe zu meiner Mutter war so selbstverständlich, so ohne Bedingung, dass ich sie, glaube ich, wie gar nicht mehr richtig wahrgenommen habe als das. Und dann ist sie im September ja gestorben. Ihr beide wisst das. Und in dem Moment war das so ein unglaubliches Gefühl dafür, wie Liebe zu einer Mutter einfach ist. Egal, wie viele Konflikte wir hatten, egal, wie oft wir uns nicht verstanden haben. Das war krass. Das war wirklich krass. Und ich glaube, es ist nichts anderes mit unseren anderen liebsten Menschen. Dass wir diese Liebe haben, dass wir sie sind. Und genauso wie die anderen sie haben und auch sind. Und wenn sie irgendwie verloren ist oder wenn wir glauben, sie ist verloren, kommt mir vor, ist es meistens, weil wir Verhalten, zum Beispiel, wenn meine Kinder sich nicht so verhalten, wie ich mir das wünsche, wenn es schwierig ist, wenn es Streit gibt, wenn es nervt. Dann meinen wir manchmal, es sei die Liebe, die weg sei und fangen irgendwie uns 1000 Fragen anzustellen. Also ich glaube, das Durcheinander in der Liebe kommt oft von einem Ort, der nichts mit der Liebe zu tun hat, sondern von Situationen, in denen Gedanken und Gefühle intensiv, unangenehm, stressig werden. Dann glauben wir manchmal, die Liebe sei weg.
Könnt ihr damit was anfangen, wenn ich das... Ja, darf ich? Gut, ich bin im Gefühl gerade. Ja. Danke, Isa. Danke, Isa. Absolut, Isa. Ich hatte diese Woche wieder mal eine Situation mit einem anderen Menschen, wo ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter, die Liebe ist weg, irgendwas stimmt mit der Beziehung nicht. Und während ich dieses Gefühl hatte, war ein Teil von mir wach und hat gesagt, Shelia, das kommt nicht von hier. Das kommt von hier. Und mit hier meine ich von meinen Gedanken, wo ich den anderen bewerte, Erwartungen stelle, die meiner Ansicht nach nicht erfüllt werden, zig verschiedene Kreise drehe um eine Zukunft, die es noch gar nicht gibt, die ich erfinde. Und wo auf einmal dieses hier wieder ruhig wurde. Und als das geschah, war die volle Verbindung wieder spürbar. Und als das geschah, habe ich gewusst, das ist die Wahrheit. Hier. Das nicht. Und das gilt für jede Beziehung. Jede. Ob mit einem Arbeitskollegen oder einem Chef, mit einem Partner oder Liebhaber, mit einem Mutter, Kind, Eltern. Ohne Ausnahme. Ja. Und das heißt aber nicht, dass es nicht auch Trennungen gibt. Oder Veränderungen. Oder der Weg sich verändert im Miteinander unterwegs sein. Ja. In unseren Gesprächen gibt es oft ein Und. Gibt seltener Aber. Danke, Isa. Es war sehr berührend. Und Celia, ich habe etwas von dieser unendlichen Liebe gerade gespürt, Isa, als du erzählt hast. Dieser Liebe ohne Anfang und ohne Ende. Diesem Sein, das wir versuchen zu benennen und heute Liebe dazu sagen. Diesem Teil in uns und im anderen, der immer ist und immer bleibt. Und wenn wir dort sind und das spüren, dann ist es das Du in mir und das Ich in dir. Mit den Liebsten, mit Fremden, mit allen. Und dann gibt es Verhalten. Ja. Und
Und ich hatte eine Einsicht, und wie wir immer wieder miteinander darüber sprechen, bekommen wir ja die, die für uns richtig sind. Nicht Shelia und ich haben die echten, oder Isa. Verrückt, wir alle haben unsere, wenn wir dorthin hören und sehen. Darum sind wir so Feen, glaube ich, auch alle von diesem Verständnis, weil die Guru-Geschichten fallen weg. Ja. We are our own Gurus. Wir sind Mensch und mehr als Mensch. Und was ich gesehen habe im Und ist, ich liebe alle. Aber ich mag nicht immer alle. Und im Nicht-Mögen gibt es Momente, da wissen wir, es ist nicht mehr. Das bedeutet, zu sehen, von wo das Verhalten kommt. Sturm, Gedanken, die wir glauben im Moment und meinen, der andere sei schuld und darum reagieren mit Dingen, wie es die ganze Breite im Menschsein gibt. Das ist der eine Teil. Und der andere, wir müssen nicht mit jedem Verhalten umgehen können oder wollen oder bleiben. Ja. Und bei den allermeisten Menschen, die ich treffe, oder Kundinnen und Kunden, wenn die in Beziehungen sind, die nicht mehr miteinander sind, weil der eine nicht spürt, dass er Liebe ist, vielleicht, oder Essenz oder Tiefen, okay. Wir wissen tief drin, wann der Zeitpunkt auch ist, um zu gehen. Wir wissen tief drin, wenn der Zeitpunkt ist, mit zum Beispiel auch einem Kind zu handeln, etwas zu tun, zu verändern. Und das ist der andere Teil, wenn wir nach innen schauen, wenn wir dorthin schauen, wo wir Liebe sind, wissen wir auch, was richtig ist, für uns und den anderen zu tun. Und das ist eben manchmal nicht bleiben. Und manchmal schon. Das ist manchmal dem Chef endlich sagen, hey, schläft's, so nicht. Oder, hey Chef, hast du Liebeskummer? Wollen wir mal einen Kaffee trinken? Oder neue Stellen suchen? Das ist in die Paartherapie gehen oder sich zu trennen. Und alles ist richtig, wenn wir dorthin schauen, wo wir Liebe sind. Ja. Ganz und tiefen, okay. Ja. Und wir können auch in Liebe gehen. Hörst du darin etwas, Isa, von was du auch für dich und die Beziehung gesehen hast? Ja, ja, ganz, ganz viel. Ganz viel. Und ich glaube, eine wichtige Ergänzung zu dem, was im ersten Teil über Liebe, was ich gesagt habe. Oft halten wir ja Liebe für etwas, was wir gegenüber den anderen tun. Ja? Und du hast die Selbstliebe eigentlich jetzt dazu genommen, wo wir eben auch aus Liebe Nein sagen können oder unsere Grenzen abstecken. Wo Liebe heißen kann,
für sein Kind Entscheidungen und Schritte zu tun, die man sich nie hätte vorstellen können. Ich habe in meinem Leben schon einen Schritt machen müssen mit einem Kind, der so schwierig war für mich und so gegen alles, was ich mir jemals vorstellen konnte. Ich musste mein Kind wegbringen für eine Zeit. Aber in dem Moment war da eine Klarheit. Hat sich wie aus einer schwierigen Situation etwas gezeigt, was wirklich wichtig wurde. Ein Ortswechsel, eine Struktur. Und das Letzte, was mir noch gekommen ist, ist, die Liebe ist wirklich dann Navigationssystem und Guide, wenn wir präsent sind. Ja. Und jetzt das. Und jetzt das. Und jetzt das. Ja. Dieses und jetzt finde ich so ein für mich hilfreich, ja, wenn's da oben wieder mal abgeht und ich gerade back in the future oder irgendwo unterwegs bin. Und jetzt. Ja. Ich glaube, dort ist immer einfach. Glasklar. Und jetzt ein Gutzli. Und jetzt. Mir fällt auf, dass du gerade ein Hemd anhast mit einem Herz. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe mein Liebes-Shirt angezogen. Liebe hast du mir schon gleich angezogen, ja? Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Wollen wir zwischendrin, Lea, erzählen, wo wir sind? Weil Leute kommen vielleicht einfach mittendrin rein. Genau, und ich möchte noch, dass wir sagen, dass Isa neu bei mein Geheim. Oh. Genau. Kannst du machen, Lea? Nein, ich also, sie ist ein Cookie. Also, für diejenigen, die gerade dazu gestoßen sind und ihr habt keine Ahnung, was wir hier machen. Heute haben wir eine 3-stündige Livestream mit dem Namen Kaffee, Cookies und Conversations. Gell? Habe ich das richtig gesagt? Also wir haben unser Plätzchen und unser Kaffee dabei und unsere wunderbaren Gäste. Und das Hauptthema des Tages ist Liebe und ja, und all die damit einhergehenden Dinge wie Beziehungen und so weiter. Und wir tun uns einfach zusammenkommen virtuell, also in unserem Wohnzimmer, zu deinem Wohnzimmer und hoffen, dass du heute einen kleinen Impuls, eine kleine Erkenntnis hast für dich, was dein Leben liebevoller, leichter macht. Das ist uns am allerwichtigsten. Und worauf Lea vorhin gedeutet hat, ist, wir wollen unbedingt, dass so viele Menschen wie möglich die Chance haben zu mehr Liebe und Leichtigkeit in ihrem Leben. Und daher haben wir Anfang Jahr der Mein Geheimes Leben Online-Kongress ins Leben gerufen, der bis dato von weit über 2000 Menschen besucht wurde und viele Menschen sehr berührt haben in ihr Herzen und in ihrem Sehen und ihr Leben verändert hat. Dadurch, dass sie durch die Erzählung anderen die
ein geheimes Leben hatten. Und damit meinen wir, sie haben mit etwas gekämpft im Innen, was sie von der Außenwelt versteckt haben, weil sie dachten, etwas stimmt mit ihnen nicht. Und die erzählen ihre Geschichten, was ihre persönliche Herausforderung war und welche Aha-Momente sie hatten, das alles verändert hat. Und Isa ist ein ganz neues Interview in dem Mein Geheimes Leben-Kongress. Wir haben ihr Interview vor kurzem hinzugefügt. Isa ist schon online und zur Verfügung. Und wenn du es ansehen willst und etwas gehört hast gerade von Isa und ihrer wunderbaren Erzählung, dann wird ihre Geschichte dich vielleicht auch noch interessieren und die der anderen. Und vielleicht schreibt Vilja das jetzt in dem Live-Chat, das wäre wunderbar, Vilja. Ja. Nämlich die, ja? Hat sie schon gemacht? Okay, die Adresse ist meingeheimesleben.com, alles zusammengeschrieben. Und du kannst dich ab sofort anmelden und morgen direkt loslegen mit den Interviews. Das ist kostenfrei für dich und es ist kostenfrei für alle anderen, wo du das Gefühl hast, sie könnten davon profitieren. Also wenn du jemanden in deinem Leben kennst, der oder die mit irgendwas kämpft, eine schwierige Zeit gerade durchmacht, eine Krise, sei es im Außen, weil etwas geschehen ist, beispielsweise durch die Corona-Pandemie oder ein Mitmenschen ist erkrankt oder sei es denn, ist es im Innen. Sie fühlen häufig down, sich down, haben vielleicht Depressionen oder leiden unter Stress. Also egal, ob von innen oder von außen gefühlt es kommt, gib es an den Menschen weiter. Wir haben die große Hoffnung, dass es für sie eine recht große Entlastung und Entspannung bringen könnte, diese Videos anzusehen. Und deswegen laden wir dich und alle anderen, die du kennst, dazu ein. Genau, vielen lieben Dank. Wunderbar, Celia, das kann Celia so unglaublich gut. Ja. All die Jahre Erfahrung kommen ja endlich zum Guten. So. Ja, Isa, vielen Dank. Und wir haben deine Facebook-Seite auch gepostet. Wer mit dir persönlich in Kontakt treten möchte, kann das direkt. Und Isa hat etwas, finde ich, unglaublich Cooles. Sie bringt Witz und Humor in diese Konversation über dieses Verständnis der drei Prinzipien. Und sie hat die coolsten drei Prinzipien basierten Cartoons, Comics, die ich kenne. I love them. Ich finde die einfach wirklich so toll und witzig und diese Leichtigkeit auch manchmal da wieder reinzubringen. So, dass es nicht nur ernsthaft und life-changing ist es natürlich. Aber ja, über sich und die Welt manchmal zu lachen, glaube ich. Da finde ich, bringst du ein etwas ganz Tolles da rein. Vielen Dank. Darf ich zu euch zwei noch was sagen? Ja, klar. Ja. Ihr macht ja mein geheimes Leben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der ganze Kongress jetzt kostenlos. Und jeder kann jederzeit anfangen und einsteigen und das machen. Ja. Ihr seid unglaublich, wirklich, ihr seid Leuchttürme. Und es ist, ja, es ist fast unfassbar für mich, dass ihr so viel reingebt. Ihr habt, ich weiß ein bisschen vom, was hinter der Bühne, hinter der Kulisse gegangen ist, wie viele hunderte Stunden da drin stecken, um mit diesen Menschen zu sprechen, um dieses Verständnis zu verbreiten. Also wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Mhm. Vielen, vielen Dank euch beiden für diese Großzügigkeit und diese offene Tür, die es so vielen jetzt ermöglicht, da reinzuschauen
in eine Welt, die wirklich in die Richtung zeigt von Hoffnung, Möglichkeiten, Gestaltungswille. Weg von the fucking Drama. Sorry. Wir haben so genug von fucking Drama überall. Thank you, Lisa. Ja. Analysen, ja, ich könnte jetzt, gell. Aber also. Nein, das ist, ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich auch, gell? Ich habe früher mit Stolz ein T-Shirt getragen, da stand drauf Dramakönigin. Weil so war es auch im Innen, bevor ich auf dieses Verständnis gestoßen bin, dieses vollkommene fucking inneren Drama. Ich liebe, wie du das aussprichst. Und während das noch heute schon ein bisschen Spaß machen kann, wenn ich in die Laune komme dazu, das muss nicht die Grundlage sein für dein Leben, für niemands Leben. Und ja, also dieser Appell, ich bin dafür, ich gehe da auf die Barrikade dafür mit dir, Isa. Schön. Und Isa, so vielen lieben Dank für das, was du ausgesprochen hast gerade. Heute Morgen dachten wir, we are insane. What the heck are we doing again? Was tun wir wieder? You are. Es geht nicht um uns. Ja, ich war self-conscious. Plötzlich dachte ich, Scheiße, und die Kekse, und was ist da, und schaffen wir das, und Technik, und wieder hinzu. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass so viel mehr Menschen das erleben können dürfen, was wir erleben durften. Von den Drama-Queens par excellence hin zu Leichtigkeit, Einfachheit und Liebe. Mein Leben ist so schön, tiefenokay geworden. Einmal mit allem, aber Freude in der Familie, in den Beziehungen, im Business, mit den Menschen verbunden sein. Und wenn das im Angebot ist, dann wir werden gezogen, wir können gar nicht mehr wirklich entscheiden, Shelly und ich. Aber dann, fucking hell, it has to go out. Dann muss das... Ja. Irgendwie rausgehen, dass es sichtbar wird und alle davon profitieren können, nicht nur. Und das meinen wir mit, es geht nicht mehr einfach um uns. Ja. Um uns, natürlich, wir sind da. Wir sind auch da. Vielen Dank, Isa. Wir lieben dich, wir schätzen dich, wir sind so dankbar für deine Zeit heute. Sehr gern geschehen. Wir sehen uns bestimmt sehr bald wieder. Ja. Hey, viel Spaß noch. Und ja, bis bald. Tschüss. Unser nächster Gast. Bea, hörst du uns? Siehst du uns? Kommst du in den Warteraum? Es ist so spannend zu schauen, was da passiert. Also wer mir auf Bea warten, Lea. Bist du in Kontakt mit Vilja gerade? Mhm. Okay. Also, für all diejenigen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, die vielleicht Ausländerin unter uns, die in einem Land leben, egal wo, also ich Amerikanerin in Deutschland. Und mein Mann hat was ganz Wunderbares gemacht. Er war gestern in dem American Store in der Zeil in Frankfurt. Vielleicht habt ihr das auch in der Nähe von euch. Und er hat mir diese mit weißer Schokolade und Joghurt überzogene Brezen aus USA mitgebracht. Die sind sowas von gut. Und inklusive ein paar andere Items von the Store. Es geht uns einfach besser, wenn wir unsere Heimatsachen haben. Oder wenn ihr Gipfel habt, dann habe ich die schokoladenüberzogene Brezen leer. Genau.
Gipfeli, was ist Gipfeli in Deutschland? Ich weiß es nicht. Was ist das? Vilja? Croissant, Gipfeli, Kipferl, was ist das? Michael, bist du da? Hilfe! Wir haben eine ganz wichtige Fachfrage und niemand hilft uns. Also, wer ist drin? Soll ich sie reinlassen? Ja, oh, ich bin ganz berührt, meine Güte. Wir lassen die Bär rein. Ja. Die Hecki. Ja, hallo. Hi, Bär. Hi. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Ewigkeiten her. Wir haben uns gestern Abend gesehen. Die war mein letzter Call gestern, die Bär. Wie war die Nacht? Erstaunlich gut, für was alles in meinem Kopf gearbeitet hat. Hast du trotzdem gut schlafen können? Ja, sehr. Ja. Weil ich auch wusste, ich habe heute unterrichtsfrei und kann den Tag flexibel gestalten. Schön. Ja. So schön. Ich war gerade von Anfang an mit dabei und habe zugeschaut, zugehört. Und ach, ich bin gerade wieder voll im Feeling von, oh, ich könnte schon wieder heulen. Danke schön. Sehr gut. Lea, heute ihr Kaffee. Hast du deinen Kaffee dabei, Bea? Ich bin bei Tee. Tee. Hast du auch Plätzchen mitgebracht zu Coffee? Ja. Also die Bea, ihre Mama hat auch für sie gemacht. Gestern hat sie gehabt, was waren das, so Mini-Lebkuchenteile? Die jedes Jahr und die sind so gut aus. Ich hätte Shelly ja sehr gerne eins durch den Bildschirm rübergereicht. Wir alle unsere eigenen. So sind wir miteinander und haben so ein ähnliches Gefühl dabei, oder? Liebe Bea, würdest du mich heilen, wie es für dich heute ist? Und was du sehen durftest. Auch das der Liebe. Eigentlich ist das wirklich ein wenig Liebe. Verrückt. Ich höre dich ein wenig schlecht. Ich glaube, wir haben eine Rückkopplung von unserer Stimme auf deine, möglicherweise. Bist du auf dem iPhone, Bea? Nein. Nein. Aber vielleicht stellen wir uns auf leise, während du deine Geschichte liest, damit da keine Probleme sind, oder? Also, ich habe ja meine Geschichte auch aufgeschrieben, wie Antonietta. Und ja, werde ich die jetzt mal versuchen vorzulesen. Ja, früher war mein Leben mehrheitlich anstrengend, physisch und psychisch. Es war geprägt von einem fast schon krankhaften Perfektionismus. Ich war ständig damit beschäftigt, mich selbst zu optimieren, zu analysieren, wie ich zu einem besseren Menschen werden könnte. Wie ich eine bessere Kindergärtnerin sein könnte und was ich tun müsste, damit andere gut von mir denken. Ich hatte oft das Gefühl, nirgends so richtig reinzupassen. Irgendetwas fühlte sich immer irgendwie falsch an. Dieses sich falsch anfühlen wurde von mir natürlich sofort in alle Einzelteile zerlegt und analysiert. Ich analysierte aber nicht nur mich, sondern auch die anderen. Das ging so weit, dass ich schon gar nicht mehr wirklich ein Gespräch zu zweit führen konnte. Die Stimme in meinem Kopf plapperte ständig mit und so konnte ich meinem Gegenüber oftmals nicht mehr richtig zuhören. Ich wollte um jeden Preis Fehler vermeiden und alles vermeintlich Fehlerhafte an mir korrigieren. Auf der Suche nach mir selbst verlor ich immer mehr die Verbindung zu meinem Inneren.
Ich habe mich oftmals so sehr angestrengt, über mich und andere nachzudenken, dass ich jahrelang von Rückenschmerzen geplagt war. Kein Arzt konnte eine Diagnose stellen. Also dachte ich, ich müsste herausfinden, welche Baustellen ich in meinem Leben hätte und wie ich an ihnen arbeiten könnte, um zu mehr Ruhe im Innen und Außen zu kommen. Ich dachte, ich müsste mein Aussehen verändern, mein Umfeld aussortieren, meinen Beruf überdenken, damit ich irgendwann glücklich sein könnte. Ich dachte, ich müsste den richtigen Therapeuten, die richtige Methode finden, um mich mit dieser Hilfe zu entwickeln und zu heilen. Dann habe ich plötzlich mit Hilfe von Lea diese wahnsinnig laute Stimme in mir wahrgenommen. Diese strenge Frau Rottenmeier, die mir ständig sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich habe plötzlich erkannt, dass ich mir das alles selber ausdenke. Dass das gar nicht Realität ist, was diese Stimme alles sagt. Und dass ich nicht meine Gedanken bin. Ich habe gemerkt, dass ich die Wahl habe, ob ich darauf höre und mich davon beeinflussen lasse oder ob ich sie einfach klappen lasse. Seitdem ich diese laute Stimme in mir erkannt habe, fällt es mir leichter, darunter zu hören. Denn darunter ist noch etwas anderes, etwas Leiseres. Feine Impulse, die mir den Weg weisen. Meine innere Weisheit, die wie ein Kompass ständig für mich zur Verfügung steht. Was mir dabei hilft, diese leisere Stimme zu erkennen, ist, dass ich mir meine Wahrnehmungsebene wie eine Ampel vorstelle. Wenn sich wieder mal etwas eng, anstrengend, nervig oder beängstigend anfühlt, weiß ich, dass meine innere Ampel auf Rot steht. Und da plappert die Rottenmeier besonders laut. In solchen Momenten muss ich nichts anderes tun, als zu erkennen, wo ich gerade bin. Nur schon diese Erkenntnis bringt mich wieder näher ans Grün. Das Grün der Ampel ist meine Grundnatur. Diese fühlt sich ruhig, gelassen und zufrieden an. Da ist mein inneres Zuhause. Voller Liebe und Klarheit. Es fühlt sich so viel leichter an zu wissen, dass ich nichts tun muss, um in dieser Ruhe zu sein. Es ist keine harte Arbeit an mir nötig, um mich gelassen und zufrieden zu fühlen. Seither fühlt sich mein Leben leichter und gelassener an. Auch herausfordernde Situationen überwältigen mich nicht mehr so stark wie früher. Weil ich weiß, dass ich darunter tiefer okay bin und dass meine innere Weisheit immer für mich verfügbar ist. Wie eine klare Bergquelle, die immer am Sprudeln ist, endlos. Sie hält für mich in jedem Moment das bereit, was ich gerade brauche. Ich vertraue darauf, dass sich das Leben für mich, durch mich erfaltet und ich genau hier und jetzt gut bin, so wie ich bin und mehr als gut. Bist du auf Stumm, Lea? Ja, vielen lieben Dank. Was für ein Gefühl, du darüber gesprochen bist. Und es hört nicht mehr, gell? Es endet nicht mehr, es ist irgendwie wie der Beginn. Und es wird lebendiger und lebendiger und lebendiger. Darf ich ganz kurz einen technischen Vorschlag machen? Bei mir höre ich, wenn du sprichst, ganz viele Geräusche. Irgendwas Komisches. Ich habe dich gerade auf Stumm gestellt. Hast du vielleicht Kopfhörer, die du anschließen könntest, eventuell? Ja? Okay. Lea, hast du das genauso gehört?
Es war wie ein Hammer oder irgendwas. Ich glaube, vielleicht hat sie Facebook offen hinten. Ah, okay. Es war, das Gefühl war so da, aber die Sprache war, glaube ich, wirklich irgendetwas drin. Ja, wir fragen sie gleich. Bea, hast du eventuell Facebook im Hintergrund offen? Ich habe es vorher extra geschlossen, dass das nicht stören sollte. Okay. Ist das immer noch so? Ja. Ja, noch immer. Moment, vielleicht muss ich es doch. Nein, ich habe es nicht. Versuch mal. Hört ihr mich? Ja, es ist immer da. Noch immer ist es da, genau. Es kam gerade eine Meldung, dass die Internetverbindung instabil ist. Vielleicht soll ich den Raum wechseln. Genau. Celia? Noch mal ein Weihnachtsbaum im Hintergrund. Das ist besser jetzt. Leider nicht, lieber. Ich habe keine Ahnung. Deine wunderbare Weihnachtsdekoration hier im Hintergrund. Ja, jetzt würde man das sehen, aber wenn man mich nicht so gut hört, ist das auch irgendwie komisch. Muss mal schauen. Also ich habe sonst wirklich extra Facebook zugemacht. Ich schließe mal alles andere, was ich noch offen habe. Vielleicht, Bea, machen wir das so, dass wir kommen ja am Freitag, am nächsten Freitag wieder, dass wir nochmal probieren mit einem guten Klang, weil es wäre so schade, wenn meine Story nicht rüberkommt, weil man das kaum, ich habe das kaum gehört, im Gegenzug zu Lea, aber das ist das Risiko bei Live-Geschichten. Da gibt es immer wieder Sachen und ja. Am 18. Bea ist noch einmal Deutsch und wir werden dich erneut einladen. Bist du dabei? Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Bea. Ja. So. Alle, die Bea, mit Bea sich verbinden möchten, Vilja wird Beas Profil auch, ist schon geladen bei unseren Kommentaren. Und wir laden sie erneut ein. Am 18.12. sind wir den ganzen Tag live mit dem Deutsch am Mittag und Englisch am Abend mit wunderbaren Gästen wie heute. Wir sind beschenkt mit Menschen, die uns unterstützen, die teilen, die das in dieselbe Richtung schauen wie wir und sich wünschen, dass auch du in diese Richtung schauen kannst und für dich etwas siehst. Und wenn du jetzt denkst, von was um alles in der Welt sprechen denn? Aber etwas in dir, dein Bullshit-Detektor, merkt, verdammt, da ist was. Egal, was dein Kopf quatscht. Bleib ein bisschen länger dort. Vor dem Aber. Ja. Und schau, ob du irgendwie irgendetwas Neues hörst. Mhm. Und wir machen den nächsten Gast rein. Diese Mira
Lea, nur für dich auch dein Mikrofon, wenn du das wieder beim nächsten ein bisschen mal an den Mund führen könntest, das wäre sehr schön. Hi Samira. Hallo. Hallöli. Schön, bist du da. Mira, sag mal etwas. Ja. Ich höre Sie. Ja. Alles klar. Okay, schön, bist du da. Schön, euch beide zu sehen. Wir sind in Weihnachtsstimmung, siehst du das? Mit Adventskranz. Und wart ihr miteinander einkaufen oder habt ihr die gleiche Bluse? Ja, wir waren einkaufen zusammen. Genau, voll im Partnerinnen-Look. Absolut. Ja, ein bisschen anders. Oben sind wir festlich und unten. Also ich habe richtige Schuhe an, so richtig ordentliche Schuhe. Oh. Mhm. Ich nicht. Genau. Aber die Hosen, ich habe meine erste Date-Hose mit Shelia an. Als Shelia und ich uns das erste Mal wieder gesehen haben, wir kannten uns schon, hatte ich diese Hose an. Nicht schlecht, Lea. Und ich dachte, heute muss die sein. Und die Pantoffeln unten. Und jetzt Pyjama-Hosen an. Man sieht ja nur das oben. Genau, das ist so. Das ist sehr gut. Aber du hast deine Hose an, Samira. Ja. Ich war vor kurzem nämlich in einem Meeting, wo eine Person mal oben richtig normal und schön mit einer Bluse angezogen war. Und sie hat nur ganz kurz aufgestanden und reichte über den Tisch. Ich glaube, sie wollte einfach nur einen Block holen. Und sie hatte wirklich so eine String-Bikini-Unterwäsche an und hat nicht gewusst, dass man das sehen konnte. Und wir waren in einer Gruppe von Menschen. Es war so lustig. Ich habe mich weggeschmissen. Sie ging nachher raus oder blieb sie drin? Nee, sie blieb drin, sie hat es gar nicht mitbekommen. Für sie war sie noch in ihrer Blusenansicht zu sehen. Oh Gott. Genau, das sind die Herausforderungen der momentanen Situation. Genau. Hey, du Liebe. Ja. Auch du teilst heute mit uns, wie es für dich war und wie es für dich heute ist. Und warum wir das tun? Wir tun genau das, weil es nicht um Shelia oder mich geht. Und auch nicht um Samira. Aber auch um Shelia, mich und Samira. Wir tun das, weil wenn wir uns verändern können, dann können das alle. Es ist für uns die Hoffnung darin, dass wenn wir etwas Neues sehen. Wir waren ja alle, glaube ich, jetzt bei uns dreien, kann ich sagen, eher stur unterwegs mit gewissen Ideen und Ansichten und wo wir hingeschaut haben und wie es heute für alle von uns um diese Welle geht, über die Samira erzählen wird. Soll ich anfangen? Ja. Wie war mein Leben, bevor ich auf die drei Prinzipien gestoßen bin? Gute Frage. Ich habe mir über alles Gedanken gemacht, worüber man sich Gedanken machen kann. Gedanken über mich, mein Leben, mein Fühlen, mein Denken. Gedanken über meine Mitmenschen, deren Verhalten, deren Leben, deren Fühlen und deren Denken. Und auch über den Sinn des Lebens.
die Welt und was sie so alles mit sich bringt. Oftmals habe ich all das auch in Frage gestellt. Ich konnte Stunden damit verbringen, alles zu hinterfragen und Erklärungen dafür zu finden, warum etwas so ist, wie es ist. Ich wollte alles und jeden verstehen. Ein Thema, welches mich beschäftigte, hatte ich, wenn ich damit fertig war, bis in den kleinsten Winkel analysiert und untersucht. Manchmal fand ich darin meine Antworten. Vielleicht kam auch irgendwann einfach ein Punkt, an dem ich ein Thema trotz allem losgelassen habe. Aber wenn es eben halt mal keine Antwort zu finden gab und ich das Thema nicht loslassen konnte, dann machte mich das fast wahnsinnig. Vor allem löste es einfach weitere unsichere Gedanken und Zweifel an mir selbst aus, die mich nicht weiterbrachten. Ich zweifelte an mir, an meiner Wahrnehmung, an dem, was ich fühlte, ja, ich zweifelte sogar an dem, was ich dachte. Während einer meiner ersten Coaching-Sessions mit Lea sagte sie mir: Weißt du, Samira, du bist nicht deine Gedanken. Wie wohl Michael Lilles sagen würde: You're not your thinking. Du bist lediglich die Person, die diese Gedanken hat. Aber du bist sie nicht. Das löste in mir zuerst starken Widerstand aus. Ich schaute sie entgeistert an und fragte sie: Wer bin ich denn, wenn ich nicht meine Gedanken bin? Ich habe keine Ahnung, was sie mir darauf geantwortet hat und ob sie überhaupt geantwortet hat. Aber dieser Satz hat für mich bis heute etwas Magisches an sich. Ich bin nicht mein Denken und ich bin auch nicht das Denken anderer. Ich bin irgendetwas, was tief unter diesem Denken liegt. Und darauf kann ich vertrauen. Ich habe aufgehört, immer alles verstehen zu wollen. Aufgehört, meinen Gedanken alles zu glauben, was sie mir erzählen. Und gelernt, meine innere Stimme wieder besser wahrzunehmen und mich auf sie zu verlassen. Ich weiß jetzt, dass dieses Gerede in meinem Kopf, bevor ich springe, bedeutungslos ist. Weil sobald ich losgesprungen bin, habe ich vergessen, dass es mal da war. Es ist heute nicht so, dass ich nie mehr auf meine Gedanken reinfalle oder dass ich nicht noch manchmal in meinem Kopf gefangen bin. Oh, das bin ich, aber sowas von. Manchmal kommen Gedanken und die fühlen sich absolut real an. Und manchmal hinterfrage ich mich auch noch heute. Manchmal frage ich mich, ist das jetzt meine Intuition oder sind es nur meine Gedanken, die sich als meine Intuition verkaufen? Aber trotzdem ist es in meinem Kopf so unglaublich viel ruhiger und leichter geworden. Mein Leben ist wie Surfen und ich bin eins. Eins mit dem Meer und den Wellen, die es mit sich bringt. Schon sau cool mit dem Surfen, gell? Genau. Und manchmal nimmt es dich halt unter, dann stehst du wieder drauf. Danke, gell? Genau. Wir müssen es, glaube ich, noch übersetzen, Samira. Was hast du gerade gesagt? Ja, dass manchmal beim Surfen unter die Wellen kommt und dann halt eine Weile braucht, bis man wieder über den Wellen ist und auf dem Surfbrett steht und wieder mit den Wellen geht. Dass das auch zum Leben gehört. Aber du denkst nicht mehr so oft, was habe ich jetzt falsch gewachst und hätte ich einen anderen Winkel machen müssen und warum gerade jetzt und auf dem Sand? Ich glaube, man denkt man beim Surfen. Ich weiß nicht, habe das Gefühl nicht. Samira, was mir durch deine Erzählung in den Sinn gekommen ist, ist die Unschuld. Ich weiß nicht, wer uns heute zuhört und wie sie in ihrem Leben unterwegs sind, aber ich vermute, wenn sie es denen so geht, wie es uns ergangen ist, dass so viele von uns einfach so unschuldig den ganzen Tag in ihren Kopf verbringen. Bei mir war das jahrelang so, dass ich
ich habe so stark in meinen Gedanken gelebt, so viel gedacht und gedacht und gedacht und gedacht. Ich weiß noch, auf einer Fahrt nach Frankfurt, einmal mit meinem Mann, der hat mich netterweise immer in die Arbeit gefahren, weil ich habe 16 Jahre lang kein Auto gefahren. Warum auch immer. Ich wollte einfach nicht. Ich habe lange einfach ausgesetzt. Und mein armer Mann, mein lieber Mann, hat mich dorthin gefahren. Und an einem Tag im Auto, warum auch immer, fiel ich aus dem Gedankenkarussell heraus für einen Moment. Und es war wie schockierend, weil ich plötzlich in der Welt ploppte. Da war ich im Auto und ich merkte, uff. Und ich guckte nach rechts aus dem Autofenster und ich sah die wunderschöne Frankfurter Skyline. Und diese Skyline war jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit dort. Aber ich hatte sie wie nie gesehen, weil ich war überhaupt nicht im Leben drinne, wo draußen Dinge sind, sondern ich war komplett in meinen Gedanken, in meine eigene Gedankenwelt. Und wenn ich Unschuld sage, was ich meine ist, wir machen uns nicht bewusst verrückt, indem wir da reingehen und über uns nachdenken, andere nachdenken, versuchen, das ganze Leben zu lösen, da uns über die Gedanken. Irgendwann ist ein Missverständnis entstanden auf unserem Lebensweg, dass das eine gute Idee ist, da reinzugehen ständig und so viel zu denken. Also wie unser intellektuelles Computergehirn einfach so als das Hauptwerkzeug zu nutzen. Eins meiner Lieblingsmetapher dafür ist, stell dir vor, du müsstest ein Haus bauen oder du dürftest ein Haus bauen. Du hast eine unendlich große Werkzeugkiste mit allen möglichen Werkzeugen, um das zu begegnen, diese Challenge. Schraubenzieher und Sägen und ich weiß nicht was. Aber es, als würdest du deine Hammer nehmen aus diesen Werkzeugkisten und du würdest dir sagen, so, ich baue dieses Haus alleine mit diesem einen Werkzeug, mit dem Hammer. Oder? Mhm. Ja, voll. Auch da, in unserem Lebenswerkzeugkiste, wir nehmen unsere Gedanken, wir sagen, ich gestalte das gesamte Leben, ich löse das ganze Leben, ich lebe das ganze Leben mit meinen Gedanken. Aus einem Missverständnis heraus, woher auch immer es kommt, unschuldig. Und dann landen wir in diesem Leid. Und dann wachen wir auf, wie Samira es getan hat. Ah, verdammt, ich habe mehr als einen Hammer. Da ist ein Leben da draußen und ich hab alles zur Verfügung. Es ist nicht nur da. Und dann wird das Leben bunt und dann wird das Leben reich und dann sieht man die Skyline und die Finger, diese verdammte Finger an der Hand, die wir haben, die ein absolutes Wunder sind. Manchmal gehe ich herum ein bisschen wie E.T. und denke, ich habe eine Hand. Wie cool. Das höre ich in deiner Geschichte, dieses Wiederaufwachen zum Leben. Und weißt du, ist einem gar nicht bewusst, bevor es anders ist. Mhm. Ja. Und es ist ja auch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich plötzlich aufgewacht bin. Ich bin einfach immer wieder ein bisschen auf. Mhm. Das war mein Hund. Habt ihr das gehört? Mhm. Er macht immer so. Vielleicht denkt er, er ist ein Pferd. Möglicherweise. Ich sage immer zu ihm Trüffelschwein, weil er nur so Schweinegeräusche macht. Aber ist es nicht so, auch wenn wir es nicht wissen, Samira? So war es bei mir zumindest. Ich glaube bei Shelia nicht. Aber bei mir war irgendetwas, ich wusste, da muss mehr sein. Da
Darum habe ich ja so gedacht. Wie verrückt nachgedacht. Also irgendetwas in mir wusste, verdammt, das kann es nicht sein. Und dort ist in der Hoffnungslosigkeit auch die Hoffnung drin, irgendwie. Aber es wird erst spürbar, wenn wir ein kleines bisschen dazu aufwachen, oder? Mhm. Aber was ich von dir damals gespürt habe, du wusstest lange nicht, von was ich sprach und dachtest, warte, also, hey, hallo? Aber irgendwie bist du geblieben. Weißt du, was ich meine? Dieses ja, nein, blablabla. Ja, nein. Nein, ich wusste ja, dass etwas ist. Ich wusste nicht, wovon du sprachst, aber ich wusste, dass da irgendetwas ist und das wollte ich sehen irgendwann. Ich glaube, das haben wir alle, oder? Sorry, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen, Samira? War wie so ein Magnet. Es war nicht ich, ihr Lieben. Einfach zu dem, was ich erzählt habe. Und in dem ist das Hoffnungsvolle drin, weißt du? Dieses, wir wissen es tief in uns. Und spüren, wie es mini, mini leichter wird in einem Moment plötzlich, wo es vorher hure verdammt schwierig war. Mhm. Und dort kommt die Welle rein. Die Welle kommt, wenn wir sie brauchen. Die Welle ist da und du kannst aufsteigen und wumm, bist du weiter. Mhm. Und du bist aufgestiegen. Oder ich habe mich auch einfach nicht mehr gegen diese Welle gewehrt. Oder ich habe nicht mir Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt da aufsteige. Ich habe es einfach irgendwann gemacht. Mhm. Und dort ist eine Leichtigkeit drin. Mhm. Und die Welle bringt einen an Orten, die man sich nicht vorstellen konnte, oder? Wir können sie nicht erdenken. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ja, und es ist auch ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man sich einfach treiben lassen kann. Mhm. Es ist sehr befreiend. Und vielleicht für diejenigen, die denken, ja, dann wird dann ja nichts mehr sein und ich werde nichts mehr erreichen und Samira ist jetzt Chefin mit der Welle, zum Beispiel. Also die bringt uns leichter weiter, ganz oft, als diese kleinschrittigen Dinge, die wir so krampfhaft mit unserem Kopf tun wollen. Ja, es ist nicht etwas, das ich jetzt sein muss, sondern es ist etwas, das einfach kam und ich dachte, das will ich. Mhm. Und ich glaube, vor einem Jahr hätte ich das nie gedacht, oder vor 2 Jahren, dass ich das will. Vor einem Jahr war es schon bald so weit. Ja. Es muss dann aufsteigen können, oder? Ja, es war auch etwas, das mich nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Ohne darüber nachzudenken. Mhm.
Vielen Dank. Danke euch. Und auf mehr Surfen, mehr Wellen und auch leichteres Aufstehen, wenn sie uns mal hineinzieht, glaube ich, definitiv, weil wir ja surfen können, wenn wir die Wellen nehmen. Ja, und es kommen ja auch immer wieder Wellen. Und nie keine mehr. Stimmt. So schön. Dankeschön, Samira. Vielen, vielen Dank. Bis gleich, Liebe. Tschüss. Celia, ja. Ich muss, glaube ich, kurz die Türe öffnen, weil es hat geläutet. Wartest du? Ja. Ja, ich erzähle dir mal über ein bisschen über mein geheimes Leben und über das. Ja? Bis gleich. Bis gleich. Also, für all diejenigen, die gerade neu an Bord gekommen sind, wir machen doch ein Extended Livestreaming über fast 3 Stunden hinweg. Und vielleicht bist du gerade hinzugestoßen. Und heute geht es um Coffee, Cookies und Conversations. Also, Kaffee haben wir bereit. Vielleicht holst du dir eine Tasse Tee oder einen Kaffee und verbringst ein bisschen Zeit mit uns. Wir haben noch 1 Stunde im Livestream. Und wir haben noch einen letzten Gast, also die Sandra Heim, die in ein paar Minuten zukommt zu uns. Das Thema heute ist die Liebe. Und wir schauen einfach in eine lockere Unterhaltung aus unserem Wohnzimmer zu deinem Wohnzimmer, einfach was uns zu diesem Thema kommt. Also es ist nichts vorbereitet heute, sondern alles spontan und live und aus dem Herzen und aus dem Gefühl heraus. Kekse haben wir auch dabei. Also Lea hat ihre Kekse mit ihren Söhnen gebacken, vor allem mit Mino. Mino ist ihr kleinster Sohn und der Chefkoch in der Familie. Und mein Mann hat mir Plätzchen gekauft. Die habe ich zusammengetragen hier. Haben die Namen aufgeschrieben, die drin sind? Oder die Lea, ich kann dich gerade hören, aber nicht sehen. Warte mal ganz kurz. Lea? Dann könntest du einfach, werde ich dich ganz kurz, ich schaue. Lea? Elia? Ja, ich bin wieder da. Alles klar, ich konnte dich gerade hören in der Absprache, ich wollte gerade Bescheid geben. Alles klar, also die Sandra ist schon da. Gibt es irgendwas noch Wichtiges, bevor wir unseren Gast in den Raum lassen? Nein. Die, die mit dabei sind, live, ihr könnt kommentieren und mein tolles Buch gewinnen. weniger Sorgen, mehr Spaß. Ich finde es einfach, irgendwie sieht es noch schön aus. Das ist fantastisch. Wenn es nicht von mir wäre, hätte ich, glaube ich, Freude, das zu bekommen. Ich glaube, die anderen haben auf jeden Fall Freude. Ich habe von so vielen Menschen, Lea, gehört, dass sie das Buch an ihrem Nachtkästchen liegen haben. Echt? Und dass sie immer wieder dazu greifen, wenn sie ein wenig, ja, ein paar ruhige Momente brauchen und dass es sehr gut verdaubar ist und darin steckt ganz viel Gefühl und Erkenntnis. Und deswegen kommentiere heute und du bekommst die Chance, das Buch zu gewinnen. Also, ich... Du musst kommentieren, es fragt gerade jemand. Gabriela, hallo Gabriela, schön, hallo, bist du dabei. Gabriela. Alle, die kommentieren, kommen bei Vilja in den Pott. Ja. Du bist jetzt schon drin mit dem Namen und dann wird ausgelost heute. Und wer heute mitmacht, nächstes Mal mit dabei ist und am 18., also die Deutschen heute und am 18., die Englisch sprechenden nächsten Freitag und am 18., du darfst natürlich auch immer, die kriegen allenfalls die Möglichkeit, in den großen Pott zu kommen und eine noch größere Überraschung zu kriegen. Oh, die Überraschung kenne ich nicht mal.
Diese ganze Aktion haben nämlich Lea und Vilja zusammen auf die Beine gestellt, während ich heute ja, an was anderes arbeite. Also ist es für mich genauso eine Überraschung wie für die anderen. So, soll ich die Sandra reinlassen? Ja, wie gerne. Gut. Sandra! Hallo, ihr Lieben. Hallo, Sandra. Sag bloß, es ist kalt in Frankreich. Sehe ich so aus? Es ist tatsächlich kalt. Ich meine, meine Fingerspitzen sind gerade so ein bisschen eingefroren. Ich weiß gar nicht, warum. Also so kalt ist es eigentlich auch wieder nicht. Aber Shelly, du siehst das sofort. Ne? Wir kennen uns so gut. Du siehst mir sofort an, dass mir kalt ist. Ich sehe dir sofort an. Absolut. Absolut. Sandra, so schön bist du hier. Wie geht es dir? Ja, sehr schön. Ich habe euch schon gelauscht eben für eine halbe Stunde. Bin schon total eingetaucht in diesen schönen Weihnachtsspirit. Mhm. Und wisst ihr, was mir da eingefallen ist? Der Begriff Christmas, ja, stammt ursprünglich von Christ in Mass. Also Christus in der Masse, das heißt Christus in jedem von uns. Und insofern Coffee, Cookies and Conversations zur Christmas-Zeit ist eine ganz, ganz wunderbare Kombination und unterstützt das ja, weil darüber habt ihr euch die ganze Zeit gerade ausgetauscht, ne? Dieses in sich einfach freizulegen. Ja. Ja. Das ist quasi dieses, dieses Juwel, was freigelegt wird, wenn wir dort hinschauen, nach innen, wo auch immer innen ist, oder? Ja. Hier, hier. Ja. Wo ist das? Und wir sind schon mittendrin, liebe Sandra. So schön. Ja, so schön euch zu sehen. Es kam gerade so, weißt du, dieses, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, dann sind wir irgendwo und spüren es. Und die Liebe in uns, das Göttliche, das Universelle. Und dann kommt noch eine nächste Schicht, weißt du? Diese ongoing, unfolding. Irgendetwas hat mich gerade in diese Richtung gebracht. Und ich glaube, da siehst du immer wieder so viel, wie sich das entfaltet, auch mit deinen Lieben und dir selber. Ja, absolut. Ich finde, eigentlich ist das wie eine Liebesbeziehung zu sich selbst aufbauen. Und also was für mich zurzeit in meinem eigenen Evolutionsprozess gerade wirklich präsent ist, ist dieses zu merken, wow, wenn ich mich wirklich auf dieses Licht in mir einlasse, ja, und mich dieser Weisheit anvertraue, dann wächst das. Ja, das ist wie eine Beziehung. Also wenn ich Vertrauen einbringe sozusagen, ja, und immer wieder hinschaue und immer wieder Kontakt aufnehme, dann wächst diese Beziehung und die Liebe wächst. Und ich habe das gerade ganz konkret bei kreativen Projekten, die am Entstehen sind und die ich in die Welt bringen möchte und wo ich in so einer Phase bin, wo im Außen das noch nicht sichtbar wird und mich das überhaupt nicht verunsichert. Mhm. Und das ist wirklich was Neues für mich. Und ich musste aber gerade kürzlich durch so ein Nadelöhr durch, wo dieses ganze Denken wieder extrem präsent war und Denken Nervosität ausgelöst hat und Denken Stress ausgelöst hat. Dann war für mich sozusagen der Übergang auf das nächste Level und ich habe das Gefühl, da bin ich angekommen, wirklich das einfach auszuhalten. Das einfach auszuhalten, gar nichts draus zu machen. Ja? Und weiter zu mir zu schauen, zu meinem Licht zu schauen
und darauf zu vertrauen, so, ich höre, was du sagst und ich bringe das ins Leben. Und auch wenn im Außen noch kein Beweis sichtbar ist, dass sich das als Frucht irgendwann zeigen wird, bleibe ich dabei. Und das hat mich gerade zu so einer inneren Freiheit gefühlt, die ist neu. Also ist wirklich neu. Oh, das ist so schön, weil ich kann mich so gut erinnern und da hast du auch berührt, indem du dich so geöffnet hast, auch während mein geheimes Leben, dass du unsichere Gedanken und Gefühle hast, wir alle ja, aber dass du die immer wieder auch verdammt nochmal glaubst. Und jetzt dieser neue Aspekt. Ja, die sind. Na und? Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch das Faszinierende, dass man das einfach so stehen lassen kann, dieses ganze Denken. Ja, und wir denken halt, ja, und Gedanken kommen. Und mittlerweile habe ich so dieses Gefühl, Gedanken sind ein Vorschlag. Ja? Also jeder Gedanke, der kommt, ist ein Vorschlag. Und ich kann auf diesen Vorschlag eingehen, kann es aber auch sein lassen. Ja. Oh, das mag ich. Und er kommt mit dem Gefühl für Ja oder Nein irgendwie immer mehr. Ja, stimmt. Ja. Ich meine, eigentlich ist ja der Gedanke, so ein Vorschlag ist ja an sich erstmal neutral. Ja? Eigentlich sind es eine Menge neutrale Vorschläge. Und dann kann man, ja, und dann je weiter man in diesem Verständnis auch kommt, dann entwickelt man eigentlich aus Selbstliebe heraus so ein klares Gefühl von, ja, da gehe ich jetzt mit weiter. Mhm. Ja, diesen Vorschlag nehme ich an. Und nee, diesen Vorschlag nehme ich nicht an, weil ich war jetzt schon auf die Spirale nach unten und das muss ich mir eigentlich kein weiteres Mal mehr antun. Ja? Ne? Das stimmt, weil das Lustige ist ja in der Neutralität, die wird ja erst zu, wenn wir die bewerten, oder? Und aber zu spüren, nee, diese Achterbahnfahrt, heute nicht. Aus unsicher, Zweifel, Angst. Und trotzdem zu sehen, dass uns nichts dabei passieren kann, wenn wir sie nehmen. Ja. Aber die Liebe zu uns wird größer und größer. Die Liebe sichtbar, spürbar in uns und füreinander, glaube ich auch. Ja, und einfach diese Wahrheit, ja, es ist ja wirklich eine Wahrheit. Das ist eigentlich die Wahrheit, ja, die wir sind viel, viel mehr als unsere Gedanken. Wir sind viel, viel mehr als unser Körper, als unsere Frisur, die mal gelingt und mal nicht gelingt, ja. Wir sind so viel mehr. Und dann eben so nach und nach immer mehr zu fühlen, wow, ich kann überhaupt nichts falsch machen. Ja? Ich bin. Ich bin. Und das ist mein Kern. Und von dort aus habe ich eine Menge Optionen, mich auszudrücken. Und auch Leid zu erfahren, ist ja auch eine Ausdrucksform. Ist ja an sich auch nicht schlecht. Es ist einfach eine von endlos vielen Optionen. Es ist, glaube ich, das, was uns auch so verbunden hat, ganz zu Beginn, dieses, wie wir uns alle, glaube ich, wieder ins Leben verliebt haben. Eben in dieses Leben einmal mit alles. Wir sind heulend uns gegenüber gesessen, weißt du noch, Sandra, in London. Berührt nur im Sein gemeinsam für den Moment. Und gerade als du dieses Leid reingebracht hast,
wir lieben, fühlen alle Menschen. Wir glauben einfach, es sei nicht okay, wenn es um uns geht oder um unsere vermeintliche Geschichte. Aber lebendig sein, fühlen, tief, in welche Richtung auch immer, gefällt uns ja eigentlich total gut. Und immer mehr zu sehen, das sagt nichts über mich aus, wie du es gerade so schön gesagt hast, meine Frisur, Wut gerade, Angst, Zweifel und Unsicherheit, okay. Und ich bin darunter, heil und ganz. Das ist so schön, da muss ich an das, wir hatten mal eine Masterclass in der Supercoach Academy und ich weiß nicht genau, wer es war, aber einer von den Trainern hat über Menschen mit Depressionen gesprochen und hat einfach so erklärt, und da ging mir echt ein Licht auf, ein Mensch mit Depressionen, also Depressionen sagen nicht aus, wer dieser Mensch ist. Mhm. Sie sagen nur etwas darüber aus, wo dieser Mensch gerade mit seinen Gedanken ist. Ja. Und das finde ich, das hat auch das so gut irgendwie verdeutlicht, dass wir alle eben viel, viel, viel mehr sind. Und wir können uns identifizieren mit den Gedanken, die wir halt dauerhaft denken. Oder wir können auch andere so bewerten. Ja? Mhm. Dieser Mensch hat Depression oder dieser Mensch hat Burnout oder dieser Mensch ist unsicher oder was auch immer. Ja? Aber zu verstehen, dass das sind alles oberflächliche Erscheinungen. Ja? Die haben nichts mit dem Kern zu tun. Mhm. Ja? Das sind eigentlich auch nur Vorschläge, die angenommen worden sind. Ja. Mhm. Und das macht dann die Identität eines Menschen aus, also die Persönlichkeit. Ja? Aber dahinter ist immer dieses göttliche Licht und diese Wahrheit. Ja? Und ich weiß noch früher, habe ich in meinen 30ern zum ersten Mal gehört. Everybody is whole, perfect and complete. Und damals dachte ich schon so, ja, das hört sich schön an, aber was das wirklich bedeutet, das konnte ich noch nicht greifen. Und durch die Three Principles ist das so gesagt, ja, so wow, tatsächlich, das stimmt. Und das merke ich auch, also so begegne ich mir selbst und ich begegne anderen Menschen so. Und das ist so schön, sich nicht mehr so verrückt machen zu lassen von vermeintlichen Schwächen anderer. Mhm. Weil man ja weiß, okay, das ist jetzt, dieser Mensch hat eine Schwäche, ist vollkommen in Ordnung. Aber eigentlich ist dieser Mensch genauso Gott wie ich. Ja? Mhm. Was, ich weiß nicht, warum, Sandra, aber während du gesprochen hast, kam mir so eine Erinnerung hoch an, aus meiner Kindheit. In den 80ern, ich glaube 81, vielleicht war es 80, hat Princess Diana den Charles geheiratet. Und bei uns in Amerika war das eine Riesengeschichte. Bei uns auch. Ja, diese Prinzessin. Ja, das war wunderschön. Und ich habe irgendwann mal in dem Jahr darauf folgend eine von diesen ausschneidbaren Puppen. Habt ihr die auch gehabt? So aus Pappkarton? Und Diana gab es dort erstmal sie in, also ohne Klamotten, erstmal dort in so eine ganz dezente Unterwäsche und neutral. Und dann gab es einige Sheets von Papers und Kartons und da konnte man ihr Abendgarderobe ausschneiden und ihr Freizeitgarderobe und sie umwickeln. Und was mir gerade in den Sinn kommt, war, ja, Diana war Diana. Und sie hatte verschiedene Kleider, die sie angezogen hat. Aber die Kleider konnte man immer wieder ausziehen. Mhm. Und mir kam gerade so dieses Sinnbild von, ja, jemand trägt das Kleid der Depression, jemand trägt
das Kleid von Stress gerade. Das sind sie nicht. Da drunter diesen Kleider, die immer wieder abgezogen werden können, das ist das. Dieses neutrale, ja, dieses Göttliche, aber ja, es ist so wunderbar neutral. Ich habe ein selber ein Sehen gehabt, wo wie mein Kleid, mein persönlicher Shelia ausgezogen wurde für eine Zeit lang. Mhm. Ihren Gefühlen und Dramen und Präferenzen und Euphorien und was übrig blieb, war dieses liebevolle, beobachtende Watcher der ganzen Erfahrung, die da geschah. Und ich denke, für mich, warum ich das auch endlich verstanden habe mit Sinn, wir sind perfekt, vollkommen und heil, das hat mich früher so genervt. Das hat mich früher so genervt, weil ich habe gedacht, nein, ich fühle mich verdammt nochmal nicht heil. Ich fühle mich nicht vollkommen und okay. Ja, weil ich das Kleid halt gerade anhatte. Und ich habe damals noch nicht verstanden, wir können diese Erfahrungen, und das war so schön, was du gesagt hast, wie Leid ist auch nur eine Erfahrung, die wir haben können. Ja, und das können wir haben, das können wir anziehen eine Weile. Und das heißt nicht, dass was drunter ist, nicht heil und perfekt und vollkommen ist. Das war der Unterschied hinzubekommen. Wir sind das und wir sind diese menschliche Erfahrung. Lea sagt immer, mehr als Mensch und Mensch. Und dass das Hand in Hand miteinander geht. Wow. Ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in manchen Sprachen zwei und Gott sehr ähnlich sind? Mhm. Also im Französischen Dieu ist zwei und Dieu ist Gott. Und das, was du gerade beschrieben hast, das kam mir jetzt gerade so, das ist eigentlich genau das. Und ich meine, ich sage jetzt Gott. Also ich habe mich von allen kirchlichen Konnotationen da irgendwie frei gemacht. Und Gott, das sind vier Buchstaben und die bringt es irgendwie so schön auf den Punkt. Ja, aber wir können auch mein sagen oder so. Ja. Oder inneres Selbst und äußeres Selbst. Es sind zwei, ja, und das hast du gerade irgendwie so schön gezeigt, ja, da ist die Diana ohne Kleider und dann ist da die Diana mit Kleider. Ja. Ja. Und dieses wunderbare Geschenk, eben auf der Welt zu sein in Form. Lea, Shelia, Sandra. Und Präferenzen zu haben, ohne sich von denen haben lassen zu müssen. Immer mit dem Wissen, oh, Diana und Abendgarderobe oder dreckige Stiefeln. Und die Freude wieder zu entdecken an diesem Spiel, das Shelia gerade beschrieben hat. Am Spiel Abendgarderobe anziehen, Stiefel anziehen, dreckanten Schuhen, hohe Stilettos. Wie befreiend mit diesem Zwei-Sein. Oh, das fand ich jetzt so treffend. Ja. Mensch und mehr als Mensch. Mhm. Immer in dieser Balance, immer in dieser Schwingung. Und es auch zu vergessen, um ganz spielen zu können. Ja. Weil ich kann ja nur ganz Abendkleid sein, wenn es gerade sich wie Abendkleid anfühlt. Du kannst ja eigentlich nur die Erfahrung Abendkleid machen, wenn du dich voll darauf einlässt, zumindest für eine Weile, ja, und vergisst, dass du eigentlich viel mehr bist als dieses Abendkleid. Ja. Mhm. Mit dem immer tiefer werdenden Vertrauen, dass wir nicht vergessen,
auch im Vergessen. Dass wir uns da reingeben können ins Spiel. Ja. Und zurückschwingen werden, wenn es nötig ist. Ja, so schön. So schön. Der Jamie Smart hat das vor kurzem in einem Webinar so schön beschrieben, die wir hielten mit Angelika Buchmeier und ihrer Gruppe. Der hat von dieses Erlebnis gesprochen, wenn du in einen Kinofilm gehst. Und er sprach von the oscillation. Also in Deutsch sagt man auch Oszillierung, oder? Also, das Pendeln? Das Pendeln, glaube ich. Mhm. Ja, das Pendeln, okay. Mhm. Und zwar, er sprach über einen aufregenden Film. Ich glaube, es gab Action-Szenen und Spannung und teilweise auch Gewalt und grausame Dinge. Einer seiner Lieblingsfilme. Und er sprach von dem Genuss des Films kommt nur dann, wenn wir uns verlieren in dem Film und wenn wir vergessen, dass wir im Kinosaal sitzen, wenn wir mitgerissen sind von der Handlung und von der Spannung, die aufgebaut wird. Und an einigen Stellen in dem Film allerdings war es fast unerträglich aushaltbar, weil so das Herz schlug und du denkst, geht gar nicht, also oh Gott, was passiert dort? Und dann wieder rausgehen können, okay, es ist nur ein Film, es ist nur ein Film, dann beruhigst du dich wieder, ja? Und die Tatsache, dass wir in beiden, diese zwei, in beide sein können, der Mitgerissenheit, aber in der Beruhigung, it's okay, it's fine, ja? Und wie wir pendeln zwischen diese beiden Dinge, um ein äußerst spannenden, crazy Film zu genießen. Und das gefällt mir so gut, weil wenn wir von der Liebe sprechen, so unser Thema heute, das macht es für mich möglich, mich in das Leben wieder zu verlieben. Mhm. Weil ich einfach in diesem Pendeln sein kann. Und vorher war ich nur verloren in dem Film. Ohne die Beruhigung, dass ich tief in okay bin. Oder? Ja, ist eigentlich pendeln, ohne nach Hause kommen zwischendurch. Ne? Ja. Und jetzt wissen wir können immer wir werden automatisch nach Hause kommen. Wir müssen gar nicht viel dazu tun, weil das ist, wer wir wirklich sind. Und vorher war es halt einfach pendeln und denken, man ist das Pendeln und man ist dem hoffnungslos ausgeliefert. Mir kommt das manchmal auch vor wie so wie Waisenkinder, die völlig vergessen haben, dass sie Eltern haben. Ja? Und wir als Menschen, wir tragen die universellen Eltern in uns. Ja? Also unendliche Schöpferkraft, unendliches Potenzial, unendliche Intelligenz. Und es ist endlos. Ja? Und das sind unsere wahren Eltern sozusagen. Und das ist eigentlich der Moment, in dem man versteht, oh mein Gott, ich bin gar kein Waisenkind. Ja? Ich muss hier nicht den Rest meines Lebens irgendwie im Kalten und Dunkeln durch die Gegend tapern, in der Hoffnung, dass irgendwo ein Licht sich auftut oder dass ich irgendwo das Licht finde, weil ich bin ja das Licht, ich habe es ja in mir. Ja. Da habe ich letztens bei Michael Neal so ein schönes Beispiel gehört. Er meinte so, wenn man Katzen hat und umzieht, ja, dann kennt man so diesen Moment, wo man dann die Katzen dann zum ersten Mal rauslässt durch die Katzenklappe und dann aber irgendwie immer noch guckt, so, wo sind sie denn, kommen sie zurück und so, ja. Und dann irgendwann merkt man, sie kommen wieder zurück. Ja, sie waren jetzt eine Weile draußen, aber sie wissen, wo unser Haus ist und sie kommen jetzt immer wieder zurück und dann kann man das loslassen. Also es ist exakt die Erfahrung, die ich eben bei Umzügen mit unseren Katzen auch gemacht habe. Mhm. Ja. Erst noch nicht so richtig darauf vertrauen können, ja, wissen sie, wo zu Hause ist, ja, wissen sie, wo sie zurückkommen müssen und dann zu merken, sie haben es verstanden, sie kommen.
Das ist eigentlich ein wunderbares Bild für dieses eben Bemerken, ah, ich bin gerade am Pendeln, und, aber ich habe ja ein Zuhause. Und ja, wenn mir gerade das Abendkleid nicht mehr gefällt oder eine andere Erfahrung nicht mehr gefällt, dann weiß ich, das Pendel wird irgendwie sich einpendeln, in der Mitte halten, dann bin ich wieder zu Hause. Mhm. Und das ist die Sicherheit, oder? Ich saß ja auf der Bank bei dieser ersten Erfahrung von I'm already home. Es war nicht eine metaphorische Bank, es war eine echte. Und dieser Schritt im Menschsein zu erkennen, eben, dass die Bank kein Melkstuhl ist, der am Hintern hängt. Ich sitze im Zuhause sein. Ich kann mich setzen, wann immer ich möchte, und sogar hinzu, ich sitze schon, auch wenn ich glaube zu stehen. Und diese Ahnung, da kommt der Verstand fast nie mit. Mhm. Aber die Ahnung wird zu Wissen. Auch nur schwingend darunter, aber immer größer und größer irgendwie. Mhm. Schön. Es ist wie in der warmen Badewanne zu liegen. Ja. Zu merken, die Badewanne ist immer warm, immer da. Und das ist irgendwie für mich auch, was echte Unabhängigkeit bedeutet. Ja, also, weil die äußere Form verliert wirklich an Bedeutung. Ja? Also Ergebnisse im Außen, Menschen im Außen. Vorher, oder so das Klassische ist ja eigentlich, dass man immer das Außen kontrollieren will. Und wenn dann im Außen alles so ist, wie man denkt, so sollte es sein, dann hat man diese Freiheit gewonnen, die man angestrebt hat. Ja? Also klassisches Beispiel, Bankkonto oder was auch immer. Aber das fällt mir gerade so ein. Und das, was wir uns sozusagen eröffnet haben und auf dem Weg sind wir ja kollektiv als Menschheit, uns diesen Wahrheiten wieder zu öffnen, nachdem wir alle lange in unseren Kleidern uns verloren haben. Mhm. Ja, das ist für mich, was echte Unabhängigkeit bedeutet. Mhm. Ja. Einfach mit sich friedlich zu sein und zu wissen, ich bin zu Hause, ich bin sicher, ich bin getragen. Und ganz unabhängig davon, wie was im Außen gerade los ist, ob da sich die Ergebnisse manifestieren, die ich mir wünsche, ob da die Menschen sich so verhalten, wie ich es mir wünsche oder sowas. Ja. Das ist nicht so wichtig mehr. Ja. Wie erlebst du das, Sandra? Weil dieses zu wissen, wann es dann aber etwas zu tun gibt, versus im Außen ist es nicht so, wie ich es mir wünsche und ich muss was tun. Also für mich ist das eigentlich wirklich dieses innere Stop und dieses innere Go. Und das eigentlich, ja, Tag für Tag, ja.
Ich fühle mich dazu innerlich aufgerufen, was zu sagen, was auszudrücken, ein Gespräch zu führen oder eben nicht. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Beitrag, den wir alle geben können. Ja? Dieser, das ist eigentlich unser Selbstausdruck und unser Selbst gibt uns eigentlich in jedem Moment diese Wärmer-Kälter-Richtlinien und auf diesem Weg befinde ich mich. Ja? Und manchmal nehme ich auch wahr, okay, da kommt ein Impuls und ich bin aber noch nicht bereit, dem zu folgen. Und dann ist es auch okay. Ja? Oder es kommt ein Impuls und ich setze ihn direkt um und fühle einfach diese totale Befriedigung von, wow, ich habe unsere Liebesbeziehung wieder gestärkt. Ja? Also ich hab vertraut, ich habe es einfach getan und wow. Ja. Und wie ist das bei euch? Ich weiß, unsere Zeit ist eigentlich schon rum, aber die Antwort würde ich gerne noch hören. Wir haben noch Zeit, wir haben extra ein bisschen länger geplant. Oh. Für mich, Sandra, ist das, ich hatte das irgendwie vor, ja, ich glaube, es war in Athen, wo wir gemeinsam waren. Ich hatte eine Erkenntnis, das Leben lebt sich selbst. Und es sind die ganze Kraft des Universums entfaltet sich durch das Leben, Moment zu Moment, auch durch mich. Und seitdem ist es wie komplett weggefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Stop oder Go mehr habe. So, es ist mehr wie einfach zu beobachten, was entfaltet sich jetzt. Und irgendwie rausgefallen zu sein aus dieser Rolle des Tours oder der Tourin, hineinzufallen in die Rolle des Beobachtens, was das spannende Leben als nächstes tut, durch mich. Und jeder von uns hat so eine andere Metapher. So, für dich das Stop-Go und für Lea bestimmt was anderes. Für mich ist es, ich fühle wie immer diese unsichtbare Hände auf den Rücken. Come on, go there. There's the next place to go. There's the next place to go. Und früher war meine innere Stimme im Kopf sehr, sehr laut. Der hat mir immer gesagt, du musst das tun, du musst das als nächstes. Wenn du das nicht tust, bist du nicht sicher. Wenn du das nicht tust, verdienst du nicht genug Geld und so weiter. Das ist nicht 100% weg, aber immer leiser, immer uninteressanter, auch wenn es auftaucht. Immer uninteressanter. Und das ist dieser Shift, von der du auch begonnen hast zu sprechen am Anfang unserer Unterhaltung. So, diese Beziehung zu, diese Liebesbeziehung mit der Lebensentfaltung, wären meine Worte dafür, dahin zu gehen und zu merken, that's where the magic is. Lea, wie ist das für dich? Sehr ähnlich. Ich wurde aus dem Verkehr genommen. Ich. In den allermeisten Fällen. Das tönt irgendwie total schräg, meine Güte. Lea tut, was Lea tut. Aber es hat wenig mehr mit den Ideen zu tun, die ich über mich hatte, lange Zeit. Aber es ist
prickelnder, freudiger, lebendiger, wilder, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und es berührt mich immer wieder, am Leben zu sein, lebendig zu sein, ist schon tun in sich. Sehend, hörend, und trotz allem immer einfach den nächsten Schritt zu gehen, wie alle in diesem Kleid, Mensch, nur den nächsten. Und bei dem, was Shelia gerade geteilt hat, dort sind wir zusammen in diesem Boot. Und es ist verrückt, sogar in diesem Zusammen ist diese Energie drin. Und vielleicht für die Menschen, die zuhören, die fühlt sich nicht immer nur gut an. Ja. Überhaupt nicht. Aber richtig. Da. Und es ist irgendwie entgegen diesem Folge der Freude. Ja. Es ist sei am Leben. Mhm. Eben einmal mit allem. Mhm. Aber getragen, gehalten. Fliegend in diesem unbeschreiblichen Sein. Jetzt ein Keks. Jetzt ein Keks und ein bisschen Kaffee. Sandra, bevor wir dich gehen lassen, wir wissen, dass du was ganz Neues auf die Beine gestellt hast. Willst du ein bisschen darüber erzählen, vor allem für diejenigen, die heute zuhören, die unternehmerisch tätig sind, weil meine Facebook-Live wurde gerade mit Leas, also meine Facebook-Seite wurde mit Leas zusammengetan und bei mir sind ganz viele Business-Ladies da drauf, die du benutzt hast. Ja, gerne. Also Hintergrund ist, ich bin transformativer Coach für Mütter im Businessaufbau. Und und ich finde halt gerade einfach sehr, sehr viel Freude daran, dieses Wissen in die Businessführung zu integrieren, besonders als Mama, weil dann so viele Herausforderungen, die man hat, als Mutter, die irgendwie sich auch beruflich selbst verwirklichen will, von selbst gelöst werden, ja, indem man eigentlich genau diesen Wahrheiten sich öffnet, die wir gerade besprochen haben. Ja. Zeitmanagement, da muss man sich dann nicht mehr viel Gedanken drüber machen. Ja. Oder wie das eine zum anderen passen kann, wie das Business wirklich einen Stellenwert bekommt in der Familie, wie die Kinder weiterhin einfach wirklich präsent bleiben. Das löst sich von selbst auf und ergibt irgendwie ein stimmiges Ganzes. In dem Moment, wo man sich diesen Wahrheiten öffnet. Ja. Und dazu habe ich ein neues Jahresprogramm kreiert. Das heißt Mein Inside-Out-Business. In 12 Monaten deinem inneren Kompass in ein befreites Business- und Lebensgefühl folgen. Okay. Ja. Und das ist eine Mischung aus 1:1 Coaching, aus Mastermind. Und es ist ganz frisch. Das Baby ist ganz frisch draußen. Ja. Und genau. Hast du den Link für uns, Sandra, dass die Lilia das posten kann?
Also ich habe noch keine Landingpage für dieses Programm. Ich habe nur einen Blogartikel und da kann man sich eintragen, wenn man Interesse an diesem Programm hat, und den Link, den könntet ihr teilen. Sehr, sehr schön. Mhm. Dann, wenn du es uns gibst, dann teilen wir das mit den anderen. Und ich finde es so wichtig, die Lea und ich, wir haben die letzten Tage darüber gesprochen. Wir haben uns eine Welt vorgestellt, in der so viele Unternehmerinnen mit diesem Verständnis in die Welt hinausgehen und so kraftvoll im Leben unterwegs sind und ein Licht sind für andere, egal ob sie Tanzen lehren oder Ernährungsgeschichten. Wir haben gerade einige verschiedene Kunden, die in allen Richtungen ihr persönlicher Ausdruck in die Welt bringen. Und deswegen ist es so wertvoll, dass es dein Programm gibt und dass es dich gibt. Es ist so schön. Auch wenn die Welt ohne uns kann und wenn es uns gar nicht um uns geht. Aber ja, dass andere die Möglichkeit haben, da auch dieses Verständnis zu erlangen. Ich weiß genau, wovon ihr spricht. Und das ist doch auch das Schönste, oder? Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und plötzlich darf man beobachten, wie die Blume aufgeht. Und plötzlich wird es leicht und einfach. Und das sind einfach für uns auch die schönsten Momente. Ja? Und dann darf das weiter in die Welt gehen. Und alles, was wir tun, ist ja einfach wirklich nur auf diese universelle Wahrheit hindeuten. Ja. Ja, und die erledigt den Rest. Ja, ja, absolut. Mhm. Lea, wir hören dich gerade nicht. Du bist auf stumm gestaltet, Lea. Der Link ist übrigens gepostet jetzt. Und wir kommen von diesem Gefühl, in dem wir ja gerade so gebadet haben zusammen, wieder zurück. Und der Teil gefällt mir eben auch so unglaublich, wie praktisch es ist. Marketing wird einfach. Oder? Werbung, die nächsten Kunden finden. Plötzlich wissen wir, wie wir die finden. Wir haben große Ideen außerhalb des Haifischbeckens und können denen folgen, weil wir sie überhaupt hören. Ja. Und das Spiel Menschsein und Business und Leben und Mama und wird einfacher. Mhm. Toller, größer. Friedlicher. Friedlicher, mhm. Ja, weniger, wie sagt man dem Hassel? Weniger getrieben sein. Dass eine Amerikanerin für eine deutschsprachige Person das übersetzt, oder? Das ist ja. Genau. Und eben ganz praktisch und nicht abgehoben. Genau. Ja. Weit weg auf dem Berg sitzend, alleine. Ja. Sondern mittendrin mit allen Menschen und mit unserem Tun. Absolut. Ja, nicht versuchen, aus diesem universellen Sein irgendwie das nächste Mentalkonzept zu machen, ja, wo man nur hinkommt, wenn man bestimmten Techniken folgt oder was genau. Auch immer. Ja. Yes, just like jump into life, springe in das Leben, springe in das Unternehmerin-Sein. Und spiele dieses Spiel Business. Das ist das. Ja. Wenn du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, mehr von Sandra auch erfahren möchtest, wir weisen zwar die ganze 3 Stunden darauf hin, aber ich sage es nochmal, falls du neu dazugekommen bist. Sandra ist auch ein Gast von uns in Mein geheimes Leben. Vilja wird gleich den Link posten, meingeheimesleben.com. Dort erzählen 21 Menschen von einer Zeit in ihrem Leben, wo sie mit einer Herausforderung zu kämpfen haben, entweder gefühlt im Außen oder im Innen, die sie sehr stark gehindert hat an ihrer Lebensfreude und was sie versteckt haben von der Welt, jedenfalls bei vielen der Gastsprecher.
Und sie erzählen aber auch, was sie gesehen haben und ihr Aha-Moment und Erkenntnisse, die sie von dieser Dunkelheit rein ins Licht gebracht haben. Und wir haben schon mehr als 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen drin und die berichten uns zurück, dass es für sie lebensverändernd ist, weil sie ein anderes Gefühl bekommen oder spüren oder weil sie ein kleines bisschen etwas Neues sehen, was etwas für sie aufmacht, mehr Entspannung und Leichtigkeit reinbringt, bis hin zu Geschichten, wo Menschen Wunder erleben in ihrem Leben. Und wir wollen das mit euch unbedingt teilen, mit all den Menschen, die ihr kennt. Wir leben in einer kollektiven Erfahrung gerade, wo wir meinen, alle könnten gut gebrauchen, mehr Liebe, mehr Leichtigkeit, mehr Entspannung in ihrem Leben zu haben. Und das könnte ein erster Schritt sein. Also wenn du auf meingeheimesleben.com gehst, kannst du dich kostenfrei anmelden und es fängt sofort an. Und auf dem Weg in den nächsten 7 Tagen wirst du auch die Geschichte von Sandra hören, Sandra Heim. Und ja, das wollte ich auch nochmal erwähnen, bevor die Sandra wieder weg ist. Unbedingt vor dem Heiligabend anschauen. Ja. Bevor dann die ganze Familie zusammenkommt, eventuell. Ne? Ja. Auch wieder schauen. Es passiert bei jedem Mal etwas Neues. Das ist wirklich verrückt. Ich höre immer wieder etwas Neues darin. Ja. Schenke es deinem Leben zu Weihnachten, weil alle können das wirklich gut gebrauchen. Es kostet dir ja nichts. Deswegen, geh mal hin und schau dir das mal an. Vielen, vielen, vielen Dank, Sandra. Es war so, so schön. Ich habe das Gefühl, dich so zu vermissen. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr solche Gelegenheiten haben. Ja, das war schön. Ich habe gebadet in diesem Gespräch mit euch gerade. Vielen Dank. Ja. Fühlt euch ganz doll gedrückt und geknuddelt und auch jeder Zuschauer, der euch hier findet und dabei ist und zugehört hat und präsent ist. Also alles, alles Liebe. Alles Liebe. Grüß die Maga an all die Hunde und Katzen. Okay. Tschüss. Oh. Wir haben den besten Beruf auf der Welt, Celia. Ja, das ist so. Ah. Ja, das ist so. Ja, wir haben nicht nur den besten Job, wir haben fast 3 Stunden rumgebracht und ich habe das Gefühl, das war eine Viertelstunde. Ich weiß überhaupt nicht, wie das nur möglich war, oder? Ja. Das ist unglaublich. Ja. Genau. Wir kommen gegen das Ende. Mhm. Und bevor wir ganz abschließen, ich glaube, ich werde dich ganz am Ende noch einmal fragen. Mhm. Und was siehst du über die Liebe? Liebe. Und bevor wir dahin gehen, haben wir einen Wettbewerb. Ah, wir haben einen Wettbewerb. Okay, gut. Nein, nicht ein Wettbewerb, aber Vilja hat einen Zufallsgenerator. Ein Gewinnspiel, oder? Ein Gewinnspiel, nicht Wettbewerb, okay. Genau. Entschuldigung, Gewinnspiel. Okay, okay. Mhm. Und das Gewinnspiel, das geht so, dass alle, die jetzt bei den Kommentaren mitgemacht haben, die sind im Pott drin. Also wenn die irgendwie geliked oder ein Satz oder ein Wunsch oder was auch immer geschrieben haben, sind sie mit dabei. Mhm. Und jetzt wird Vilja einen Zufallsgenerator posten. Mhm. Vilja, geht das? Und eine Nummer wird ausgelost von den ganzen Kommentaren und sie hat es jetzt gerade durchgeführt und in 1, 2, 3 postet sie die Gewinnerin, die weniger Sorgen, mehr Spaß jetzt in der Vorweihnachtszeit
bekommt und es ist... Tada! Vilja postet. Es ist Nadine Ahlers. Nadine! Herzliche Gratulation, Nadine! Du Gratulation! Von uns mein weniger Sorgen, mehr Spaß. Du müsstest dich aber bei Velia und mir per Messenger melden, damit wir deine Adresse haben. Mhm. Ja, ich glaube, Nadine ist raus und könntest du ihr schreiben, dass sie gewonnen hat? Ja, ja, das ist gut. Und vielleicht, Velia, dass du ihr die E-Mail-Adresse gibst von dir, liebe Velia, weil manchmal kommen die Facebook-Nachrichten nicht an, weil ich die nicht so checke oder nicht weiß, wohin, falls es bei mir ankommt. Lieber zu dir, glaube ich. Genau, ich checke die jetzt immer. Ich bin jetzt drin. Ich habe schon mit Leuten zurückgeschrieben. Hast du? Ja. Das ist ja fantastisch. Oder? Ja, deswegen sind wir zusammengekommen, damit ich keine E-Mail oder Facebook-Nachrichten mehr lesen muss. Fantastisch. Ist voll abgedeckt. Ja. Was für ein Morgen. Verrückt. Ja, vielen Dank an all die wunderbaren Gäste, die heute dabei waren, an all die Zuschauer und Zuschauerinnen. Es war ein so berührender und bewegender Morgen. Und danke an dich, Lea, für diese Idee. Ohne dass wir das gar nicht machen würden. Lea hat gesagt, Shelia, so Facebook, nee, WhatsApp-Nachricht. Shelia, ich habe da eine Idee, ich möchte da was machen. Und ich habe gesagt, Lea, los damit. Und sie hat das wirklich in Schweiß und Blut und Liebe mit Vilja auf die Beine gestellt. Mhm. Danke dir, Lea, auch. Mit der wunderbaren Regie im Ohr, Vilja. Genau. Darum, ich habe gemerkt, auch jetzt heute, ich war immer so ein bisschen da und nicht da. Auf habe auf verschiedenen Hochzeiten getanzt und konnte doch präsent sein. Wie wunderbar ist das denn? Auch Vilja noch einmal herzlichen Dank für alles, hinten und vorne mit dabei. Und jetzt machen wir einen Abschluss und was hast du gesehen, Shelia? Und vielleicht, was hast du Neues gesehen über die Liebe? Ja, ich sag dir etwas von dieser Woche. Mhm. Also am Montag hatten wir ein Insight Circle Call mit Dickon Bettinger aus USA, einer unserer Lieblings-3P-Mentoren. Er kommt auch am 18. Ja, am 18. Nein, stimmt nicht, am 11. Am 11.12. Am 11.12. Um 19 Uhr, glaube ich, ist er im Einsatz. Und wir haben Dickon gefragt, ob er ein wenig sprechen könnte darüber, als wäre seine Last Lecture. Also vielleicht kennt ihr dieses Konzept aus den USA, wenn man nur eine einzige Chance hat, der Welt was weiter zu sagen. Und er sagte sowas wie, ich kriege die Worte nicht wieder zusammen, aber er sagte sowas wie, ich würde, wenn ich an meinem Sterbebett liegen würde, ich würde nur allen sagen, wie sehr ich sie liebe. Alle. Seine Kinder, seine Enkel, seine bisherigen Arbeitskollegen, alle die Teilnehmer in unserem Webinar. Und es ist nicht leere Worte. Er schrieb mir, ich habe ihm eine Nachricht gemacht nach dem Webinar und uns bedankt, dass er dabei war. Und er hat zurückgeschrieben, es war so schön und ich habe mich die ganze Woche mich auf euch gefreut. Und er schrieb, I love you both so much. Und das ist ein Mann Mitte 70. Er kennt uns überhaupt nicht, gar nicht so gut. Aber er liebt uns. Und es ist auch eine geschäftliche Beziehung auf gewisse Weise. Der taucht in einem unserer Programme auf. Es fließt Vergütung. Und ich habe in dem Moment gedacht, wow,
er schmeißt alle Konventionen beiseite, alle Konditionierungen, was in dieser Welt sind, dass wir müssen irgendwie eine Grenze setzen. Und er liebt mich, er liebt Lea. Einfach pur und von Herzen, ohne unsichere Gedanken darüber, ob er das sagen oder schreiben darf. Und vom tiefsten Herzen. Und das habe ich neu diese Woche gesehen. Das möchte ich auch. Ja. Genau. Hm. Oh. I love you. I love you. I love you so much. Mm-hmm. I do. We tell each other that all the time. Yeah. Und wir lieben dich. Mm-hmm. Yeah. Du bist geliebt. Ja. Wo auch immer und wie auch immer du gerade unterwegs bist. Ja, das ist so. Hm. Ja, was möchtest du noch zum Abschluss sagen? Du, ich lasse dich die letzten Worte. In diesem Format, das Vilja und ich vor Augen hatten, ist ein Format von Die Zeit, ein Podcast. Und der heißt Alles gesagt. Und es ist die Zeit, jetzt. Alles gesagt für heute. Dankbar, tief berührt, voller Liebe. Und wir kommen wieder am 11. Dezember Englisch am Nachmittag und am 18. Dezember Deutsch über den Mittag und Englisch am Abend. Und es wäre unglaublich schön, wunderbarst toll, wenn du mit uns zusammen Cookies Coffee and conversations erleben, fühlen, dabei sein würdest. Auf bald. Danke. Dankeschön. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich, Lea, und auf die anderen. Ich auch. Ciao.